Einen wunderschönen guten Abend und hallo ihr Lieben. Herzlich willkommen nach langer Zeit mal wieder zu einer Talkrunde. Wir machen Talktime hier live auf Twitch. Schön, dass ihr wieder dabei seid und schön, dass ihr zuschaut, meine Lieben. Ja, Miska, du hast ja recht. Ich habe vergessen, tatsächlich diese Kanalbelohnung zu deaktivieren. Theoretisch hättet ihr bis eben gerade noch euch wieder für Bordtickets einbuchen können. Die hätte ich euch dann eben fürs nächste Mal dann anrechnen müssen. Aber so viel dazu. Jetzt sind sie zumindest erstmal wieder deaktiviert. Habt aber recht gehabt. Die habe ich wieder komplett vergessen. Weißt du, wenn man nicht alles im Kopf hat. Deswegen. Aber schön, dass ihr da seid. Grüße euch erstmal. Hallo Miska. Hallo Aftershow Music. Grüße dich. Weißt du, bist im Green Room. Wir holen dich gleich dazu. Nomenkano ist auch schon da. Guten Abend. Nani, Hallöchen, ihr Lieben. Wunderbar. Shipdasher, super Talkabend. Jawohl, wunderbar. Ja, du weißt ja noch gar nicht, ob er super wird. Das werden wir erst heute Abend herausfinden. Ne? Da schauen wir erstmal, was sich so alles ergibt. Aber damit ich natürlich hier nicht alleine vor mich hin talke, da habe ich natürlich noch ein bisschen Verstärkung dabei. Und ihr könnt gerade hier oben schon in der Ecke sehen, dort ist der Stefan schon in den Startlöchern. Und den hole ich jetzt eben mal dazu. Ich sage wunderschönen guten Abend, lieber Stefan. Grüße dich. Ja, ich bin das bisschen Verstärkung heute. Hey. Der Mirko kommt aber auch gleich vorbei. Der hat ja eben gerade schon geschrieben. Komme gleich vorbei in Discord. Ah, der muss erst aufkauen. Ja, das kriegen wir schon alles noch hin. So, okay. Ihr sagt mir lieber auch wieder im Chat Bescheid, wenn irgendwas zu laut oder zu leise sein soll, dann können wir das Ganze noch ein bisschen smoothie eingrooven, denn wir wollen ja heute einen schönen, geschmeidigen Talkabend machen. Thema ist nicht vorgegeben. Wir können also uns schön von einem Thema zum nächsten swipen und mal schauen, wo wir denn überall landen werden. Kann ja einer jetzt was vorschlagen aus dem... Jetzt gucke ich mal, wo wir hier... Erstmal holen wir uns den Semir rein. So, hallo Semir, grüße dich, wie geht es dir? Moin, moin. Ah, da ist er ja, wunderbar, hallöchen. Ja, ich muss ja gerade das andere direkt leise machen. Ja, ich drehe mich auch mal ein bisschen runter, wenn du sagst, ich bin ein bisschen laut. Ja, ja, also ein Stückchen, ne, ich weiß es echt nicht. Ansonsten kann ich euch auch ein bisschen leiser drehen, das geht hier alles, ist doch kein Problem. Müssen uns nur darauf einigen, wer von uns beiden, wer es jetzt macht. Ob ihr euch jetzt leiser dreht oder ob ich mich jetzt leiser drehe. Also ich habe jetzt mal ein bisschen rausgenommen bei mir, wenn es... Ja, schauen wir mal. Ja, okay. Das ergibt sich im Laufe des Abends. Ja, natürlich, natürlich. Ja, in der Stunde haben wir alles richtig eingestellt. Ach Mensch. Semir, wie schaut's aus? Hast du dich gut von dem, sagen wir mal, angenehmen Convention-Stress erholt? Doch nicht so ganz, weil nicht dieses Wochenende, sondern nächstes Wochenende geht schon wieder weiter. Die nächste Con kommt. Wo bist du dann? In Kassel, die Timelash, die Doctor Who. Ja. Okay. Und dann habe ich irgendwie so mal. Dann habe ich irgendwie so mal. Privat oder engagiert? Nee, engagiert. Da habe ich Gastbetreuung. Mal gucken, wen ich da kriege. Seht ihr mal, Leute, so sieht das aus, wenn man gefragt ist. Ja, wenn es läuft. Wenn es läuft, übertreibt man nicht. Nee, ist alles aber ist doch toll, ist doch gut. Ja, es macht Spaß, das stimmt. Aber das und dann kommt ja noch die Comic-Con und dann ist erstmal Ruhe. Ja. Auf der Timeslash war ich tatsächlich auch vor einigen Jahren mal gewesen. Ich weiß gar nicht, wann es genau war. Was? Oh, ist schon lange her. 2013 oder 2014 war das gewesen. Miska resubscribed, hat zum Highroller 8 am Monat. Vielen lieben Dank dafür. Danke, danke, danke. Toll. auf der Timeslash war ich damals, ich glaube 2013 gewesen, als der Film rauskam. Der Animationsfilm. Da habe ich, war ich da eingeladen, habe ein Panel gemacht und so. War cool. Tatsächlich. In Kassel? Ist schon lange her. In Kassel? Ja, in Kassel war das, glaube ich. Okay, die habe ich dich nicht auf dem Schirm. Ist merkwürdig, aber okay, gut. Kann sein, dass lange her. Das war 2013, glaube ich, war das gewesen. Nee, da war es noch nicht. Nee, nicht die Timeslash, sondern die Timelash. Das ist ein spezieller Doctor Who. Die ist erst vor, muss man gerade überlegen, eine 2015 oder 16 höchstens. Okay, kann guck auch sein, dass ich das verwechsle, aber irgendwie was in der Richtung kenne ich jedenfalls. Das war ja, eben ohne Convention, auch hier in der Gegend. Das weiß aber nicht genau, krieg's nicht mehr ganz zusammen. Ja, das ist auf jeden Fall eine Doctor Who und die ist relativ klein, sagen wir mal. Da sind so 600 bis höchstens 800, wenn es mal hochkommt, auf zwei Tage verteilt.
Naja, macht doch aber nichts. Ich meine, es ist ja nun auch eine schöne, das kann auch charmant sein. Ja, 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 das ist es kommt auch. Darauf an, sehr wie angenehm. Es aufgezogen ist, ne? Ja, ist sehr angenehm. Ich mag die. Ich mag die sehr gerne. Sonst würde ich die nicht jetzt zum 5. oder 6. Mal schon mitmachen. Ich meine, je größer und professioneller sowas ist, dann ist natürlich die Erwartungshaltung eine andere. Sind es aber diese kleineren Veranstaltungen, dann hast du mehr dieses Familiäre, dann wieder was aufkommt oder so. Ne? Dieses, ja, wobei, es kommt darauf an, wie man es macht. Du siehst ja, wie FedCon und MagicCon, das ist eigentlich auch, sagen wir mal, mittelständig. Die sind ja nicht groß, aber mittelständig, aber es ist gut groß. Genau, die finden auch so ein einiges bisschen, organisieren. Genau, trotz allem sind sie familiär. Ja, das stimmt natürlich. Ne? Und sind sie alle sehr familiär. Auch. Richtig. Ja. Wir wollen uns aber heute nicht festlegen. Also es geht jetzt nicht rein nur um Conventions, um Science Fiction, um Serien und Filme. Wir sind thementechnisch komplett in the flow. Und wir versuchen es einfach mal hinzukriegen. Ich meine, klar, wir werden sicherlich wieder unsere Anekdoten über Star Trek, Star Wars und alles, was so quer durch die Matz flimmert hier, durch den Bildschirm flimmert, sicherlich thematisieren. Aber vielleicht schaffen wir es ja nochmal, das ein oder andere Thema zusätzlich nochmal reinzukriegen. Ja, das wäre, ja. Dabei habe ich noch einen Star Trek Film gesehen. Wie immer, Khan. Khan habe ich mir angeguckt nochmal. Ich habe die Originalserie jetzt gerade am Wickel und habe tatsächlich die Folge mit ihm mir angeguckt. Und ich muss tatsächlich sagen, ich habe die Originalserie seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen und habe jetzt gerade die Situation, dass ich mir sage, okay, ich frische mal diese Erinnerungslücken wieder auf. Und Anfang, man muss sich erstmal ein bisschen durchbeißen, weil die ersten Folgen, die sind schon etwas fordernd. Aber daraufhin, jetzt so langsam hat sich das alles eingegroovt. Ich habe die erste Staffel inzwischen durch und da sind schon manche Perlen dazwischen. Also ich war schon wirklich überrascht. Übrigens, John, eine Zwischenfrage. Kannst du die Bar trotzdem einschalten? Weil die Leute hätten da beim Talk auch was. Bar? Ja. Müsste eigentlich machbar sein. Ihr könnt es mal ausprobieren. Normalerweise müsste sie funktionieren. Ja, ich probiere mal gerade. Eine Sekunde, weil die im Chat, die sagen, ja, ich vermisse die Board. Ja. Oh, wir werden das vielleicht nochmal so irgendwie, wir können ja das Ganze thematisch hier ausbauen. Dann werden wir vielleicht hier mal irgendwann so eine Art Cocktailbar ausmachen hier zum Talken. Geht das? Nee, das funktioniert nicht. Geht nicht? Warte mal eine Sekunde. Ach, ich weiß auch warum. Klar. Ich habe den Bot dazu ja gar nicht gestartet. Vielleicht sollte ich das mal machen. Das hilft vielleicht ein bisschen weiter. Ja. Wäre mal ein erster Schritt. Gebt mir eine Sekunde, geht gleich hier alles los. Gut. Ach, jetzt so, prima, Timing perfekt. Der möchte auch gerne noch ein Update haben. Na klar, Monsieur, machen wir auch alles, kriegen wir hin. Was denn sonst? Ne, kann ja, Updates sind ja dafür bekannt, dass da gar nichts schief gehen kann. Deswegen, also brauchen wir da auch kein Backup oder so. Das geht alles so. Ja, ne? Also, schöner Abend, ne? Ja! Wozu? So. Einen guten Abend an den Chat. Genau, das wollte ich auch noch sagen. Hallo Otifanti, hallo Fenn, wer ist denn nochmal? Miska, Nomenkano und so weiter und so weiter. Alle, die da sind, ne? Und Mirko, genau. Hallo Mirko. Faszinierend und schön, wie sich alle hier wieder einfinden. So. Bin ich hier richtig bei der JT-Selbsthilfegruppe? So JT, ja, genau, JT? Genau. Alle, stellt euch das so vor, als würdet ihr alle jetzt hier in einer großen Stuhlkreisrunde sitzen und. Stuhlkreis, geil. Richtig, genau. Ich bin der Semi, ich habe ein Alkoholproblem. Hallo Semi. Also, jetzt hast du nichts zu trinken gekriegt heute? Genau, oder was? Ja, zu wenig. So, die Bullen sind immer leer, ne? So, ihr könnt es jetzt gerne nochmal ausprobieren, wenn ihr wollt. Den Bot habe ich gestartet. Ja. Der sollte normalerweise jetzt anlaufen. Yeah, siehst du mal. Na bitte, kriegen wir doch alles hin hier. Guck mal, ganz geschmeidig aber auch. Hör mal, antworte mal bitte auf Finn. Ich vermisse dich schon. Wie Finn vermisst du? Bist wieder, ja. Mal wieder gekonnt ignoriert, mein Lieblings schon. Entschuldigung, tut mir auf jeden Fall ganz groß leid. Finn, Ladies and Gentlemen, ja, hallo und herzlich willkommen hier in der Runde. Grüße dich. Versuch jetzt erstmal. Wie ist denn die Laune heute? Fragen wir mal so. Dann darf ich heute Eis essen? Ich weiß, was damit gemeint ist, glaube ich. Mal gucken, was er sagt.
So, jetzt gucke ich aber gleich mal nach, was er denn da geschrieben hat. Das habe ich jetzt eben ganz, weil ich jetzt mit dem Bot gerade beschäftigt war, total übersehen. Das hole ich jetzt aber auch sofort nach. Die Frage besteht nur für den ersten Tag, okay. Ja gut, dann bin ich ja bei euch. Wer ich ist mal die Beste in Johns Leben? Na, das ist doch wohl die Frage schlechthin, hä? Natürlich die Finn, wie kannst du denn auch anders sein? Gibt's Optionen? Nein. Kann man sich einbuchen? Nein, das steht außer Frage. Ansonsten kriege ich nämlich Haue hier. Ist dein Eis in mir? Ist dein... Ja, ja. Bei dem Wetter noch Eis essen. Geht's schon wieder los. Ja, ja eigentlich, gar nicht. Eigentlich ist ja nicht mehr ganz so die Saison. Es sei denn, du hast jetzt noch so ein paar Flavors dazu. So heiße Himbeersoße noch drauf oder was auch immer da kommt. Wie gesagt. Ich wollte sagen, das geht doch demnächst mit Apfelzimt und sowas. Geht's doch jetzt. Einmal das. Man kann auch einen Schuss reintun. Genau, und dann noch flambieren oder sowas. Genau, ging auch. Eis geht immer. Danke, Finn. Zimt. Es kommt darauf an. Oder mach keine Zimt. Okay? Es kommt darauf an. Nee, ist auch nicht so meins. Es gab tatsächlich mal so ein Eisgericht, das war auch ganz interessant. Das wurde irgendwie blablabla Kartoffeln genannt. Da sahen die Eiskugeln aus wie Kartoffeln, weil es war Vanilleeis. So bestäubt mit Zimt. Und blablabla Kartoffeln hieß das. Ich weiß nicht. Kennt das jemand von euch? Kartoffeln. Bitte? Sieht dann aus wie Marzipankartoffeln oder was? Sieht so ein bisschen optisch danach aus, richtig. Aber es ist halt ein Eis. Okay. Ein Eis? Mhm, ja. Hey, Mirko! Da ist er, ja. Grüße dich, Schalüchen. Er hat sich so von hinten reingeschlichen. So. Ja. Ein Eis? Kommt halt vor. Ja, hat er natürlich. Bei Eis gehört, bin ich immer da dann. Okay. Ja, aber siehst du mal, schon fängt das Thema an, schon fangen wir an, von Essen wieder zu reden. Es ist unglaublich, egal wo man Essen geht immer, essen. Oder? Ich meine, auch wenn es jetzt von einer Jahreszeit und dem Wetter draußen vielleicht nicht mehr ganz so passt, aber es wäre ja mal ganz interessant, in die Runde zu werfen, was so eure Lieblings-Eissorten vielleicht sind. Ihr dürft es gerne einfach mal drauf los in den Chat schreiben und in der Zwischenzeit, lieber Semir, welches ist dein Lieblingseis? Welche Sorte? Also sag mal so, mein Standard und den ich immer mag, ist einmal Malaga. Oh, sehr cool. Jawohl. Malaga, dann Banane tatsächlich. Echt? Okay. Ja. Oho. Und ich mag so fruchtiger. Ich meine, schokoladig und sowas mag ich auch gerne, aber bei mir ist es mehr fruchtig. Wie gesagt, Banane und entsprechend entweder Erdbeere, Kirsche oder Wassermelone. Die mag ich alle. Oh, okay. Ja. Wassermelone ist auch. Aber momentan habe ich entdeckt, wie gesagt, diesen Wald, wie heißt das nochmal? Meine Schwarzwälder-Torte von Mövenpück. Das ist echt lecker. Das ist ja eine fertige Kombination, glaube ich, aber. Ne? Das ist ja, aber es ist trotzdem keine super lecker. Sorte, ne? Ja. Nani mag zum Beispiel Waldmeister sehr gerne. Und bei Finn mag ich muss auch. Ich mal überlegen, was könnte denn Finn mögen? So leicht, wie Finn immer in allen Belangen angesäuert ist, würde ich mal sagen, Zitrone ist ja Best Friend. Oh mein Gott. Meine Ladies and Gentlemen, ne? Und das war der John. Genau, das war John. Pass auf, die kommt hier gleich um die Ecke, da krieg ich aber Haue. Ja. Also Ding Dong, ja, wer ist denn da? Ich bin's, bam. Verbunden. Oh je. Oh, ja, ja, letztens war ich so froh, ich komme zum Eisstand und die hatte da echt nur Schoko, Vanille, Erdbeere. Ich bin da sonst immer total überfordert, wenn die da 30 Sorten Eis haben. Es ist tatsächlich so. Ich versuche auch immer, meine Späher vorher loszuschicken, um mir die Infos zu geben, welche Sorten gibt es, damit ich bis zu dem Punkt, wenn ich vorne an der Schlange stehe, an der ersten Reihe stehe, dass ich dann weiß, was ich haben will. Nicht, dass es dann erst losgeht, oh, was gibt's denn hier überhaupt? Das ist nämlich das, was die meiste Zeit immer so verzögert da, bis man mal in der Reihe ist, wenn Hochsaison ist. Ja, das stimmt. Da brauchst du schon so ein bisschen deinen Erkundungstrupp. Das hilft dann ungemein weiter bei sowas. Lieber Stefan, wie sieht's bei dir aus? Was ist denn deine Lieblingssorte? Hey! Na, was denn los? Folgt dir. Hallo, grüße dich, mein Lieber. Schön, dass du da bist und herzlich willkommen in der Community. Was? Achso, ja, wie auch immer.
Ja, Eis. Ja, also mit so Fruchtsachen, ja, nehme ich auch, aber ich bin tatsächlich so ein bisschen ja, ausgefallen, weiß ich nicht, aber zum Beispiel Peanut Butter Cream. Oh, oh mein Gott. Das sind ja diese exotischen Dinger dann, ja. Ja, oder, ja, oder dieses Cookie Dough, also dieser, ja, Keksteig. Mhm. Ah, ja, ja. Okay. Eis. Das sind so die Sachen, da kriegst du mich eher mit als mit diesem Standard-Fruchteis, was du so halt an der Eisdiele kriegst. Ne? Ich muss tatsächlich sagen, es ist schon ganz interessant, wenn du dir das mal überlegst. Wie kriegen die es bloß immer hin, so viel geballte Köstlichkeit in ein Low-Cup-Gericht zu bringen? Weil das kann ja nichts Schlimmes sein. Also so lecker wie das ist, das, nein, also wirklich nicht. Kaum Zucker drin, kaum Fett drin, kaum Kohlenhydrate drin, alles wunderbar in Ordnung. Und so lecker! Es ist mir immer wieder ein Phänomen. Total. Ja, ich sag mal so, also ich mag zwar Snowy Fishing, grüße dich. Hallöchen, schön, dass du da bist. Diese exotischen Dinge mag ich, aber die sind mir vom Geschmack her ist einfach so explosionsartig. Es ist einfach too much, wo ich sage, ich kann es nicht unterscheiden. Tatsächlich, also es gibt tatsächlich Sorten, die sind einerseits eben sehr intensiv und andere, die sind ein bisschen, ja, ne? Aber es ist schon interessant, was da teilweise eben so fabriziert wird, was da so für Eigenkreationen dabei sind. Bei Kombination mag ich jetzt so 2, 3, vielleicht auch sogar 4 Sachen zusammen, aber das war's dann halt. Ja, also verschiedene Sorten in eins packen, okay, da muss man dann, ja, schon gucken, was ist, aber ansonsten, ja. Okay, also, Stefan sagt Cookie Dough und Peanut Butter in die Richtung gehen. Lieber Mirko, wie ist es denn bei dir? Also mein absolutes Lieblingseis, was ich immer wieder esse, ist natürlich Spaghetti-Eis. Aber da muss auch die Sahne richtig schön gefroren sein in der Mitte. Mhm. Und ansonsten, ja, habe ich auch so hier zum Beispiel, gab es mal ein ganz leckeres Rocky Mountain Eis, hieß das. Rocky Mountain? Da waren so, was hast du? Ja, ja, da waren so Marshmallows, Gletscher, so kleine Marshmallows drin. Ach so. Beine. Ah, okay. Witzig. Ach ja. Nee, bei McDonald's, bei den Eisladen, die haben immer so verschiedene Sorten gehabt, so Kinderschokoladeneis, Rocky Mountain Rocher-Eis, mhm, Ferrero Rocher. Und die sind auch immer geil aufbereitet, so, ne, wenn die da so vorne in der Auflage, ja, 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 sind, ne? Ja, super. Und das Rocky Mountain hat halt so kleine Marshmallows drin und, ne, war auch so Vanilleeis mit Schoko. Mhm. Und hatte Marshmallows, war total lecker. Total lecker. Also ich bin da auch so, ne, experimentierfreudig. Fruchteis, ja gut, das auch. Also Apfel, Zitrone esse ich auch mal, wenn es, ne, schön warm ist. Also, Zitrone ist auch eine ganz interessante Kombination. Noch eine Zwischeninfo. Auch eine meiner Lieblingsstandards sind Zitronen-Sorbet. Oh, Sorbet ist das, ist ja auch, ja, so, ja, eine, ja, eigene, ja, Richtung. Ne? Du hast hier zum einen Sahneeis, du hast zum anderen Wassereis und dann eben Sorbet. Ich liebe Zitronen-Sorbet. Ich kann, das, ja, kann mich da reinsetzen. Ja, warte, los. So, ja, viele Sorten sind echt mild. Ja, tatsächlich. Also es kommt darauf an, wie sie gemacht sind. Und es kommt ja auch immer darauf an welcher Eisdiele man ist, weil wenn die das alle, hoffentlich, wenn die das alle selber machen, dann hast du natürlich schon gewisse Unterschiede dabei und das merkst du halt eben auch, ne? Und das nicht nur im Preis, meine ich. Geek mag am liebsten Nuss, Banane, Vanille, Stracciatella, also das ganz Einfache, was aber auch toll sein kann. Stracciatella finde ich auch super, Pistazie mag ich persönlich auch sehr gerne, was eine schöne Kombination ist. Wie geil. Was hast du? Himbeerpaprika, was? Himbeerpaprika, ja. Ja, das kennen die auch wieder, Himbeerpaprika. Okay. Das hört sich nach Eisdiele an, wo. Das gibt's nicht serienmäßig. Glaube ich jedenfalls. Hoffe ich nicht. Nein, nein, nein. Oder findest du, hast du Eis selber gemacht, dass das so zustande kam? Knoblauchsoßen-Eis. Hä? Knoblauchsoßen-Eis. Mm. Ja, lecker. Super. Oh, Hilfe. Ja, so ein gefrorener Aioli? Doch, serienmäßig im Hochsommer. Hast du tatsächlich eine Eismaschine zu Hause? Nomencano mag After Eight Eis. Ja, das habe ich auch schon gesehen, habe es aber bisher noch nicht gegessen. Aber es gibt ja so diese Klassiker hier, so Mars, Snickers, Bounty, was nicht. Ja, ich will nicht sagen Klassiker, aber das sind zumindest solche Dinger, die mir schon durchaus mal begegnet sind. Gibt
jetzt in ESA in der Diele. Ah, okay. Mhm. Ja, kann durchaus möglich sein. Okay, ja. Ne? Ne, kann ja gut sein. Aber klingt schon echt exotisch. Also, da sind schon manchmal richtig coole Sachen dabei, tatsächlich. Ja, das stimmt. Also die Eisbecher, wenn du dann so die Kombinationen hast und so, ne? Eisbecher sind ja so immer was Tolles, aber sowas für dir auf die Hand und einfach nur die Eissorten an sich ist schon cool. Na ja, gut, ihr habt jetzt so viel von Eis gesprochen, ich gehe mir mein Eis holen. Ja, jetzt haben wir es hingekriegt. Super, ja, auf Zeit. Ne? Er geht jetzt eine Runde vor die Tür. Nee, da hat ein riesen Kühlschrank, da ist alles drin. Und das war noch, pass auf, Semir ist ja jetzt gerade weg. Wenn er wieder zurück ist, dann wechseln wir das Thema und dann fangen wir wieder, dann holen wir irgendwas anderes zum Essen aus Dings und dann reden wir da 5 Minuten, dann geht er wieder los. Wir kriegen den heute noch so, den, dass der 20 Mal zum Kühlschrank läuft. Ich dachte, du sagst jetzt 20 Kilo schwerer, aber naja, gut. Ja, das sowieso. Aber auch Schoko-Orangen-Chili. Ich meine, das kenne ich ja, aber selber noch nie. Das habe ich, glaube ich, mal so als Schokoladentafel. Das habe ich mal gegessen. Aber als Eis bisher noch nicht. Cup Dänemark. So, da bin ich wieder. Okay. Hallo. Hallo. Was gibt es denn jetzt Leckeres? Stefan? Ja. Du hast gestern was Feines verpasst. Es war schön Eis am Essen und der Finn ging es nicht so gut und wir haben gesagt, lecker. Dann sagte sie nur noch einfach, steck doch in deinem Eis. Ist so, okay. Ja, Finn ist einmal sehr nett. Ja, das war sehr, sehr, ich musste so lachen. Das war so super, ey. Ja, ehrlich. So, im Guten sage ich schon mal, leckeres hier Schwarzwälder Torte. Eis. Ja. So. Der Monsun. Ja, ist ja gut, Finn. Ich weiß es, aber es wird was anderes. Ist ja gut. Wie haut dich noch? Ja, ich sehe. Auf der Comic-Con kriege ich Schläge. Ich darf dir durch die ganze Halle rumrennen, ey. Eieiei. Nee, aber ansonsten, wie gesagt, ist schon eine schöne Sache. Macht schon Spaß. Ab und zu mal ist eine Eisdiele auch drin, je nachdem, was wir so haben. Aber mal gucken. Jetzt sind wir ja so ein bisschen irgendwie in dieser Jahreszeitwechselphase, abgekürzt gesagt, diese Kippschalterphase. Weil ich weiß nicht, wie das bei euch gewesen ist, aber hier war es gefühlt so, als wenn es die ganze Zeit über Sommer, Kippschalter, boff, hast du 10 Grad, hast du 5 Grad, hast du 30. Ja. Ne? Und momentan bist du ja froh, dass du dir draußen den Arsch nicht abfrierst oder so. Ich habe meine Balkonpflanzen gestern gerettet, nachdem es dann irgendwann in der Nacht bis auf 4 Grad oder knapp über 0 runtergegangen ist. Habe ich gesagt, bevor meine Avocado, die ich jetzt seit 5 Jahren hege und pflege und vom Kern auch großgezogen habe, die habe ich jetzt erstmal wieder reingebracht. Hat ihr Wiedererwarten natürlich auch gestunken, oder nicht ihr Wiedererwarten, aber hat ihr erwartungsgemäß dann auch gestunken. Dementsprechend hat sie mich heute dementsprechend auch vorwurfsvoll angeguckt. Das wird wieder Stress geben, da ist wieder der Haussegen schief. Mimimi, genau. Vielleicht benenne ich meine Avocado nach Finn. Die ist genauso auf Krawall gebürstet. Sehr cool. Denkt dran, ihr seht euch dieses Jahr noch, ne? Oh, verdammt. Ja. Hast du recht. Getaue. Oh, Schande. Ich glaube, ich muss da noch mal so ein bisschen Glas anfordern hier, so Panzerglas oder so. Ich habe noch einen Helm im Keller, den könnte ich dir machen. Das ist vielleicht auch keine schlechte Idee. Genau. Mein Stefan, was erwartest du? Krieg oder was? Nein, Motorradhelm. Okay. Wenig benutzt. Wenn ich daran denke, dass Finn mir letztes Mal schon Weihnachtskekse geschickt hat, da bin ich jetzt ein bisschen vorsichtig geworden. Wenn das nächste Mal wieder irgendwelche Pakete kommen, was da drin ist. Ja, komm, ey, musst du dir ein Stethoskop kaufen, wenn es tickt, würde ich es nicht aufmachen. Ja, eben, genau das ist es. Ja, schön, Finn, dann komm mal rein ins Green Room gleich. Der Avocado schaut lustig. John schief an und der Haussegen hängt schief, das Kopfkino wieder. Nein, entschuldige bitte. Es ist tatsächlich so, ich habe das eine Mal, war ich auf einer Convention gewesen, habe aber törichterweise vergessen, dass ich, bevor ich losfahre, meine Blümchen noch gieße. Und die Avocado ist einerseits, die ist eigentlich nur, was das Wetter angeht. Die liebt es, auf dem Balkon zu sein, wenn die Sonne scheint, ist alles gut. Wenn ich sie reinhole,
ist das alles scheiße. Ne? Egal, ob da draußen jetzt gerade die Eiszeit ausgebrochen ist mit minus 20 Grad oder so, sie will draußen sein, gefühlt. Ne? Aber wehe, ich lasse sie draußen, dann ist auch nicht richtig. Aber davon mal ab. Andererseits habe ich aber auch einen Fikus. Und vielleicht wisst ihr, wie diese Pflanzen drauf sind. Die sind ja auch so ein bisschen eigen. Und das ist ein theatralisches Kuss vor dem Herrn. Eine Diva vor dem Herrn, wirklich. Ich war auf einer Convention, habe dann vergessen, leider die Pflanzen vorher nochmal zu gießen, bevor ich 5 Tage halt Richtung Convention unterwegs gewesen bin. Ich komme zurück. Ich gucke nur ganz vorsichtig um die Türschwelle rum in ins Wohnzimmer, um zu sehen. Was habe ich da? Das Leiden Christi. Dieses Ding hat, es ist nicht so, dass es nur so schlapp die Blätter runter. Nein, kahl, nach dem Motto, guck an, ich bin tot. Für die nächsten 300 Jahre brauchst du mit mir nicht mehr rechnen, so nach dem Motto. Ne? Ich sag, Alter, du bist so ein Dreckstück. Ne? So, was habe ich gemacht? Ich habe gegossen, hat es 1-2 Wochen gedauert und dann so ganz sachte und bequem hat dann Madame gesagt, okay, naja, gut. Ich gebe dir noch eine Chance. Die Warnung ist hoffentlich angekommen, so nach dem Motto. Also Blumen sind bei mir ein Ding der Unmöglichkeit. Wobei ich tatsächlich aber sagen muss, relativ viele Pflanzen gelingen bei mir. Also mein Tomatenprojekt, was ich ja nun dieses Jahr auf dem Balkon gehabt habe, hat ja etwas überhand genommen. Mirko, du hast das ja vielleicht damals gesehen. Ja, wir waren auch. Oh Stefan Gott, ja vielleicht auch. Ich habe es dieses Jahr tatsächlich mal ausprobiert, Kirschtomaten bei mir auf dem Balkon selber zu ziehen. Habe mir so ein kleines Starter-Kit gekauft und da ist so Setzlingserde und dann waren da so 5 kleine Kerne drin für Tomatenpflanzen. Okay, habe ich mir gesagt. 5 Stück. Vielleicht kriegst du ja so 1-2 daraus. Nicht nur einer, nicht nur 2, nicht nur 3. Nein, alle 5 sind was geworden. Und dann sind das ja nicht nur so kleine Pflänzchen, die da laufen. Am Anfang braucht das ja so ein bisschen, ne? Aber wie gesagt, auch wieder Convention-Zeit, FatCon-Zeit war das gewesen. 5 Tage unterwegs, ich komme zurück, habe da draußen einen Urwald stehen auf einmal. Da haben diese kleinen Pflänzchen, die gerade so aus der Erde rausgeguckt haben, innerhalb dieser kürzesten Zeit so viel Sonne und warme Wetter und sonst was alles abgekriegt, dass du auf einmal solche Stauden da stehen hattest. Ich habe die insgesamt, glaube ich, 3-mal umgetopft oder so. Ich kam gar nicht hinterher. Hast du wieder vergessen, deinen kleinen Bruder auszuschalten? Ja, Entschuldigung. Was soll ich hier machen? Ne? Das ist bei Tomaten und bei gewissen Kräutern, zum Beispiel Pfefferminz. Gewisse Kräuter, Simir, erzähl mehr. Ja, und nein, nicht das andere Kräuter, was du denkst, aber egal. Hätte ja sein können. Basilikum. Ja, ach so, wir reden nur über Basilikum, natürlich. Okay, lass uns über Basilikum. Nur Basilikum und nur Pfefferminz, nichts anders, nicht das da, was du denkst. So, die, weißt du, die ist mir 3-mal gestorben und dann gieße ich einfach Wasser so oder ich lasse so Reste Wasser da schmeißen und kann 2 Tage später, wumm, da komme ich schon wieder raus. So, ey, was ist denn da los? Ne? Und dann wächst und das hört nicht mehr auf. Ich habe jetzt gerade nur so einen kleinen Top, aber es hört nicht auf, ist ja alles klar. Dann habe ich Pfefferminz und Basilikum, brauche ich nicht mehr zu kaufen aus dem Supermarkt. Bin ich immer da. Der Hammer, ey. Ja, Pflanzen sind schon sowas ganz Eigenartiges. Dani schreibt ja auch, was machen Pflanzen allgemein, wenn sie mich sehen? So nach dem Motto, stell dich tot. Wenn sie dich mitnimmt, dann war's das. Ja, gut. Meinst du jetzt im Allgemeinen beim Einkaufen, wenn du Pflanzen kaufst, oder wenn sie schon bei dir sind? Das ist ja schon zu spät. Naja. Also, bisher, toi, toi, toi. Und ich bin ja froh, dass ich einen Balkon habe. Das ist, im Sommer ist das schon was Tolles. Aber eben, natürlich, es ist erstmal eine Herausforderung, was für Pflanzen kann man denn da so reinpacken? Und von wann bis wann wachsen die? Beziehungsweise sollte man das? Mir stehen Kakteen auf der Fensterbank. Das ist das Einzige, was noch eine geringe Lebenschance hat hier. Bisher, früher war es so, 80% der Pflanzen, die ich hatte, haben immer den gleichen Gang der Ewigkeit gehen müssen, weil ich habe sie ersaufen lassen. Ich habe sie zu viel gegossen. Bei Kakteen ist es ja auch das Problem. Du darfst nicht zu viel gießen. Du darfst nicht zu viel saufen. Was? Nee. Genau, doch die Pulle am Hals hier. Komm her, Schätzchen, kriegst auch einen Schluck. John, du musst es einfach mal sagen. Der Geheimtipp ist Nikotinwasser. Nikotin, was? Ja, aber du musst ja die komplette Story erzählen. Okay, genau, alles Raucherpflanzen.
Nee, das machst alles du. Raucherpflanzen. Das machst du, wenn du das Problem mit Blattläusen hast. Richtig. Ne? Das Mirko ist immer dafür engagiert, der wird immer auf den Balkon gestellt, der soll immer, wenn er am Quarzen ist, habe ich ihm da so einen Aschenbecher hingestellt, wo Wasser drin ist. Und dieses Nikotin, was sich da drin befindet, das kannst du ganz wunderbar verwenden, wenn eben du bei manchen Pflanzen Blattläuse hast. Dann nimmst du dieses Wasser, streichst das auf die Blätter und oder auf die Blattläuse drauf und dann sind die Viecher weg. Okay, das hilft. Interessant. Ja, ja. Wusste ich gar nicht. Meine Frau kauft jedes Jahr einen neuen Weihnachtsstern. Da ich mich nicht von einer gesunden Pflanze trennen will, habe ich inzwischen 5 von denen im Arbeitszimmer. Oh, okay. Ich weiß nur, bei Weihnachtssternen ist es so, die solltest du, da solltest du die Erde wechseln, wenn du die gekauft hast. Weil die in der Regel sehr stark überdüngt sind. Damit die eben rechtzeitig für die Weihnachtszeit in voller Blüte und voller Pracht stehen. Aber die sind so viel mit Dünger ja, zugeballert, dass sie davon kaputt gehen. Aber ich habe auch tatsächlich auch Weihnachtssterne schon gehabt und war immer toll, war immer schön. Also mein Vater macht das ja immer so, der hat ja einen Garten da draußen und der nimmt ja immer alte Teebeutel, also ne, gebrauchte ja. Teebeutel, einfach ja. Der Tee, die ganzen Blätter, das schmeißt er einfach in den Sand oder an Sand in den Erde und was ist er, da vermischt er das. Sagt, das ist gut für die Pflanzen. Das macht er immer. Und das scheint ja. Also wie gesagt, der hat, hat keine Ahnung, wie viel er an Pfefferminz hat. Der hat das schon fast nicht. Der könnte das verkaufen. Hat eine Plantage schon fast. So viel ist das. Ist so, was ist denn hier los? Ich meine, wir nehmen das immer für einen Salat und sowas, aber das ist so viel. Das hört ja gar nicht mehr auf. Wenn. Ja, es ist tatsächlich so ein bisschen. Muss man eben gucken. Also ich hatte früher, Anfang des Jahres zum Geburtstag, habe ich immer Glücksklee geschenkt gekriegt. Ihr kennt ja diese kleinen Becherchen, ne, wo dann Kleeblätter drin sind. Und der hielt bei mir so durchschnittlich etwa einen Monat. Dann ging der langsam in den Dutten. Aus dem gleichen Grund überdüngt. Und deswegen habe ich mir gesagt, okay, pass auf. Als ich mir die Balkonpflanzen angeschafft habe, hatte ich auch dann so 2 Körbe, wo so etwas größere Pflanzen drin waren, die aber, sagen wir mal, das waren so Mini-Bäumchen, kann man ungefähr sagen. Die haben halt diesen Stamm gehabt und dann ging da oben die Krone los und unten war aber alles kahl. Und da habe ich gesagt, Mensch, irgendwie müsste da was hin. Müsste nochmal was kaufen gehen. Und dann habe ich aber überlegt, nee, Moment, brauchst du doch eigentlich gar nicht. Du hast doch diesen Glücksklee. Den wolltest du ja eh umtopfen. Pack doch den da einfach mal rein. Vielleicht hast du ja Glück und der wird was. Der ist jetzt gefühlt auch etwa 5 Jahre alt, dieser Glücksklee. Der geht im Herbst, in der jetzigen Zeit, geht der immer kaputt, vertrocknet, ist weg. Der kommt aber im Frühjahr immer wieder. Und am Anfang war das so drollig, der ist so durchgestartet, weil der von seinem kleinen Becher befreit wurde und raus in diesen großen Pott kam. Und da war der zeitweise gefühlt größer als der Baum, dieser Klee. Also der kann richtig, wollte gerade sagen, Gras geben. Der kann richtig Gas geben und an Höhe gewinnen. Und das sieht total cool aus. Also von daher, ne, um den brauche ich mich eigentlich gar nicht mal so sehr kümmern. Der ist auch relativ pflegeleicht. Wenn du da mal vergisst, dass du den gießen musst oder so, klar, dann lässt er ein bisschen die Ohren hängen, aber der fängt sich dann auch wieder. Okay, ist doch cool. Ist ja nice. Ja. Ja, frische Blumenerde und hin und wieder ein Düngestäbchen, alle paar Monate mal schneiden, alles gut hier. Ja, tatsächlich. Wobei ich immer dachte, dass diese Weihnachtssterne mit den roten Blättern, dass das so eine bestimmte Züchtung ist, damit die Blätter so rot werden. Ich glaube, im Ursprung sind die gar nicht so knallrot, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich sehe die auch immer nur zu Weihnachten. Deswegen Mirko, Weihnachtsstern. Was hast du denn für Pflanzen? Hä? Ich, also die, Palmen. Die jetzt hier offiziell im Stream nennen darfst. Palmen. Palmen? Okay. Ja. Ich habe eine ganz große. Mal können wir Urlaub bei Mirko machen, Honolulu-mäßig. Ich wollte gerade sagen. Also die Richtung mit dem Strand im Wohnzimmer. Ja, wird schwierig, aber ich habe eine große Palme, also so eine, wie nennt man die hier, weiß ich nicht, ist eine dünne, also ist kein Elefantenfuß, die haben ja unten so einen dicken Stamm, sondern ist so, ne, eher so dünn gewachsen und die war mal ganz klein, die habe ich mal gekriegt, da war die echt mini und die geht jetzt bis zur Decke. What? Und dann, wow, ja, okay. Und ist richtig groß gewachsen mit mehreren Ästen. Und ich gieße die nie.
Also ich meine, ich ab und an kippe ich mal Wasser drauf. Ja. Ich habe sie auch immer dunkel. Ne? Da wo sie steht, ist immer dunkel. Also die braucht weder Licht noch Wasser, habe ich das Gefühl. Die wächst trotzdem. Wow. Also es ist unglaublich. Im Gegenteil, die Pflanzen, die nach Fensterbank von Liebe und Luft. Ja. Ne, ja, manche sind tatsächlich so Trockenwurzler, ne? Ich glaube, Orchideen sind Ne? Die nach Fensterbank stehen, die sind wie immer fast eingegangen. Trockenwurzler, auch gut, ne? Gibt es auch Nasswurzler? Also, nee, die heißen, glaube ich, nicht Trockenwurzler, sondern Luftwurzler. Ich glaube, Orchideen sind Luftwurzler. Meine Herren. Meine Herren, hier aber das ist auch eine Wissenschaft für sich. Ja. Ich freue mich, wenn das, was ich einpflanze, auch was wird. Wenn ich dann draußen auf dem Balkon sitze im Sommer und ich habe hin und wieder mal ein Bienchen und ein Blümchen und ein Schmetterflink und alles, was da so unterwegs ist oder so, dann ist alles tutti. Dann ist alles gut. Wir haben es ja vor Jahren schon mal gehabt. Da habe ich ja auf dem Balkon auch einen Livestream gemacht. Das war aber zu einer anderen Zeit natürlich. Das war von der Uhrzeit, das war ein Nachmittag. Da haben wir gezeichnet damals. Das war auch lustig. Das war noch ein ganz anderes Setting. Da hatte ich hier dieses große Setup hier alles noch gar nicht. Und nee, das war cool. Müssen wir mal gucken, was wir das bei Zeit nochmal wieder hinkriegen. Aber natürlich, wenn es draußen wieder wärmer ist. Yep. Weil ansonsten friert dann das Bild von der Webcam ein. Ja, und das möchte man nicht. Dann so die Eiszapfen beim Hören zu sehen. Das stimmt, Finn, mehr, aber ja. Ne. Ja, müssen wir auch wieder machen. Doch, definitiv. Ja. Zyperngras? Okay, was es alles gibt. Hast du dir das selber das mitgebracht? Aus dem Urlaub oder wie? Oh. Also wir haben eben jedenfalls festgehalten, beim Stefan gibt es viele Kakteen. Zwei, okay. Zwei, reicht. Mirko hat ein Pferdefuß, Elefantenfuß. Naja, nee, kein Elefantenfuß, aber Palmen halt. Palmen war es. Ich weiß nicht, wie die Dinger heißen, ich muss mal nachgucken, ich muss mal googeln, wie die heißen. Oder hier mein Handy rausholen und mal abfotografieren und dann Google fragen, wie heißt die? Da nicht auch schon eine App für, gibt's doch für alles. Nee, du brauchst hier, dann nimmst du, Stefan, dann nimmst du Google Lens, hältst das Ding drauf und dann sagt er dir, was das für ein Teil ist. Ja, okay, das ist ja so ziemlich das, was ich meinte. Ja. Ne? Ja. Simir, wie grün ist es denn bei dir so? Bei mir ist es insoweit grün, dass es in der Küche, warte mal gerade, ich habe Basilikum, ich habe Pfefferminz, dann habe ich, glaube ich, Petersilie und glaube Schnittlauch, der ist aber komplett getrocknet, das heißt, den muss ich neu machen. Ansonsten habe ich eine Pflanze da, ich weiß überhaupt nicht, was das für eine ist, die gefällt mir, das müsste ich mal gucken, was das ist. Das war es auch. Also es ist recht, bei dir steht der Absinth, der ist grün. Ja, das auch. Waldmeister ist aber auch grün, ist auch eine gute Pflanze. okay, ist ein Argument. Und Geek sagt ein Drachenbaum. Okay. Das ist auch nicht schlecht. Was ist denn ein Drachenbaum? Wobei ich Interesse habe an einem, hier, wie heißen die nochmal, diese fleischfressende Pflanzen? Oder wie heißen die nochmal diese? Da gibt es ja verschiedene. Hm. Ja, diese wo du wirklich Finger drauf tust, dann geht sie so zu. Klick, das sind so die Venusfliegenfallen. Ja, genau. Ja, die finde ich cool. Ah, die hatten wir auch mal. Also da hatten wir auch so eine Fleischfresse, also für die Fliegen halt, ne? Hm. Im Sommer. Die sollten die dann schnappen. Gott, das arme Ding ist eingegangen. Also nicht, weil es keine Fliegen gab, die Fliegen flogen trotzdem rum. Aber irgendwie hat das nicht funktioniert. Also die... Ne? John, ich dachte, ihr habt euch eine für die Kita geholt, aber die verdammten Kinder sind zu schnell. Wir haben uns wie die Veganer geholt. Übrigens, John, jetzt in Deckung gehen, würde ich sagen, ne? Das kommt jetzt schon wieder. Oh. Ja, so, ich wandere mal in den Green Room. Bin schon da. Hallo, liebe Finn, wie geht es dir? Schön, dass du da bist. Nee, noch nicht. Noch nicht, die musst du noch rüberschieben. Achso. Da kommt Finn. Ich dachte, ich schieb die noch rüber. Okay. Nee. Aha. Jetzt sag den Lautsprecher an. Die ist aber immer noch Sturm, jetzt nicht mehr. Hallo, Finn! Könnt ihr mich hören? Ja! Nein. Wir können dich nicht hören. Also Stefan und ich können dich hören, die anderen nicht.
Ist das geil, ey. Es ist nicht zu fassen, was hier los ist. Chaos und Anarchie. Ja, wir stehen drauf. Grüß dich, wie geht es dir? Mir geht's gut. Wie ist das Befinden? Ach, mir geht's super klasse. Ich hatte eine geile Zumba-Stunde. Ja? Ich habe geduscht, ich habe gegessen. Das Einzige, was scheiße ist, ist, dass mein Fitnessarmband gerade kaputt gegangen ist. Was sagt das über meinen Sport aus? Das ist zu materialfordernd. Ach, verdammt. Inwiefern ist es kaputt gegangen? Was hast du gemacht? Ist materiell zu überansprucht oder? Scheinbar. Was ist dieses, passiert? Dieses Dingsbums, was das Dingsbums. Nein, da gibt es doch immer so eine Schlaufe, die dann den Rest des Armbändchens noch festhält, dass das nicht so schlackert. Ja. Wisst ihr, was ich meine? Weil ich habe halt dünne Handgelenke. Das ist das, was John nicht hat. Ja, genau. Oh, das da. Es geht los. Bin meine Damen und Herren. Es kommt an. Und diese Schlaufe ist mir jetzt gebrochen. Anders kann ich es nicht sagen, weil das ja, ist. Aber das kenn ich, ja, aber das kenne ich auch. Ja, ja. Hast du schon wieder alles gut gemacht, ja? Ja, ich habe auch noch ewig mit den Mädels danach gespatzt und habe noch auf der Straße getanzt gefühlt. Ach, mir geht's gut. Also hast du Rambazamba auf der Straße gemacht? Na ja, Rambazumba. Rambazumba. Ach, Rambazumba, ja, genau. Dancing in the Streets. Na, schöne Zumba, schön gegessen, ich bin frisch geduscht. Ach, mir geht's gut. Das und? Ist das Wichtigste. Sehr schön, sehr schön. Nice, nice. Wie ist denn das so vom Wetter bei dir zurzeit? Ist es auch schon definitiv herbstlich oder habt ihr noch ein bisschen mehr, was die Temperaturen und die Wetterbeständigkeit angeht? Also von Temperaturen ging es jetzt die letzten Tage für Herbst. Also mir ist es schon zu kalt, aber für Herbst. Ja gut, das wundert mich jetzt nicht. Wieso? Ja, ich glaube, also du bist so eine, ich könnte mir das vorstellen, keine Ahnung, wenn so eine Karawane in der Wüste dich wegkaschen würde und hinten auf so ein Kamel schnüren würde und die sind alle mit ihrer Karawane durch die Wüste unterwegs. Was man von dir hören würde, ist, mir ist kalt! Nicht, lass mich raus. Nein, mir ist kalt! So in der Sahara, weißt du? Ja, das stimmt. Das, ich habe halt immer meistens einen niedrigen Blutdruck. Mir ist halt recht kalt. Hallo? Sagt mal, Jux, habt ihr eigentlich auf dem Superman-Heftchen die Nacht geschlafen oder was? Warum? Meistens. Hallo? Lass uns doch mal. Was die umhersticheln. Mirko, Stefan, was ich mir hier bieten lassen muss. Auch am Dienstag, haben was wir hier dir los war. Extra aufgehoben, extra für dich. Wir haben alle gesammelt. Es war lustig. Ja, war schön. Ja, du bist aus dem Lachen nicht mehr rausgekommen, sieh mir. Yep. Sally hat sich so gefeiert über deine Lache und ich so, Sally, guck dir mal den Clip von letzter Woche an. Ja, das ist ja, unser Sammelprojekt. Wir sammeln ja nach wie vor Clips und da sind wir einige schöne Sachen dann dabei herausgekommen. Yep. Und das werden wir mal gucken, dass wir das zum Jahresende hinkriegen. Dann machen also wir mal, machen so eine Top 10 irgendwann. Und ja, dann genau. Dann ja, wird ach, da wird ein ganzes Special gemacht, so viele Clips, wie ich schon von John gemacht habe, die vielleicht nicht mal unbedingt hier auf dem Server sind. Die sind völlig aus dem Zusammenhang gerissen, die Dinger. Ja, total aus dem Zusammenhang gerissen. Bitte werfen Sie eine Münze ein. Ja. Trucker Babes. Oh, ja. Oh Leute, ey, was ich alles von John habe. Das würde ich gar nicht wissen. Ich werde dann bestimmt auch streamen, wenn ich dich auf der Comic-Con besuche, einfach nur, wie ich dir eine baller, weil das verdient hast, wenn du so schlecht bist. Das kommt dann als Internet-Meme, so weißt du immer so. Genau, das wird dann, wenn du wieder so einen schönen Fail geleistet hast, wird der dann eingeblendet, aber eben als Video. Geht ja übrigens auch, kann man sogar mit einem Command verbinden, hat Zocki. Die hat ein Nein, geh weg, nein! Oh mein Gott, ey. Das wäre aber jetzt eben auch ein schöner Satz gewesen, aus dem Kontext gerissen, ne? Was ich alles von John habe. Oh Gott, ja, scheiße. Punkt, kann sich jeder seinen Teil dann dazu davon denken. Ah, ja, gut, okay. Ja. Bitte ein Video davon. Leak, jetzt bist du auch noch, du stichst jetzt auch noch. Also das ist Let's ja wohl ja. Die sind alle auf meiner Seite, gell, Leute? Im Zweifelsfall natürlich sowieso. Dann mal ein Shoutout für Finn. Liebe Finn, wie sieht's denn eigentlich bei dir aus? Wann gehen deine Streams wieder regelmäßig an den Start? Du bist ja vereinzelt, bist ja, glaube ich, wieder on. Aber wann gibt es so diese Regelmäßigkeit wieder? Ist das so, wenn das jetzt die Jahreszeit sich wieder so ein bisschen
ins Winterliche verlagert, sozusagen, also weil es draußen kalt ist. Ja, dunkel draußen, sagt ja. Ruhig. Ich streame eigentlich jetzt außer meinem Sommerurlaub, habe ich immer regelmäßig gestreamt. Du hattest aber eine Zeit gehabt, wo du gesagt hast eben, du kommst darauf, weil eben so viele Sachen momentan parallel laufen, kommst du nicht so häufig zum Streamen und du wolltest das eigentlich ja mehr ausbauen. Habe ich? Das Jahr ist schon wieder fast rum schon. Das Gesicht, Leute, das Gesicht. Habt ihr das? Ja, sehr super. Was soll ich denn sagen? Da wollte man mal in dem Moment so ein bisschen die Werbetrommel rühren und sagen, sag mal, was kann man denn dann als nächstes bei dir in deinem nächsten Stream erwarten? In meinem nächsten Stream? Die hat mehr Follower als du, von daher... Ich weiß, nein, leider nicht. Nein, nicht? Leider noch nicht, aber mein Follower-Ziel wird immer eingeblendet. Es steht drauf, so und so viel Follower bis dann und dann, weil ich will mehr als Chontine. Steht extra drauf. Vielleicht an dieser Stelle auch noch der Hinweis, hier unten kann man das auch noch sehen. Hier gibt es eine ganz wunderbare Laufleiste. Da ist jetzt in diesem Fall zwar nicht der Follower-Links bei, aber da könnt auch ihr euren Namen drin verewigt sehen. Wenn ihr das gerne möchtet, das geht alles. Bei mir nicht, bei mir gibt es ich. Ich tue mal ein Follow und dann wieder Follow. Ich streame regelmäßig Dienstag und Donnerstag circa um 2 jetzt wieder Coworking. Mhm. Und bin dabei, ein Talk-Format aufzubauen, was jeden zweiten Samstag eher so gegen Abend laufen soll. Ein etwas unübliches Talk-Format. Oh, jetzt bin mit ich meiner auch Lieben. Was kommt ja, da? Du stehst auf meiner Liste, du hast schon gesagt, du kommst. Ich weiß, dass ich bei dir auf der Liste stehe, schon lange. Also. Du stehst auf mehreren Listen. Ja, genau. meine Community und ich haben schon ganz, ganz viele lustige, peinliche, unübliche Fragen gesammelt. Mir fehlen noch 5. Dann habe ich 50 zusammen und werde dann noch ein bisschen was anderes machen. Aber ich habe halt keine Lust auf irgendwelche Talkformats. Och, wer bist du? Was machst du? Ja, klar, das kommt auch. Aber ach, woher beziehst du deine Inspiration? Und hier und dann dürfen sie ja über neue Projekte meistens nicht reden. Ich kenne ja auch viele Autoren. Und da dachte ich, nee, komm, wir machen halt mal was ganz anderes. Es soll lustig sein, es soll unterhaltend sein. Die Leute im Chat sollen mitmachen können. Ich kriege hier Katzenfotos geschickt. Okay. Das hat gerade gesummt. Das ist mein Handy, weil meine Lieblingsautorin / mein Doppelpack fürs Doppelpack Coworking schreibt mir gerade Nachrichten. Die ihr wahrscheinlich auch nächste Woche wieder sehen werdet beim Coworking dienstags und donnerstags, aber dann auf ihrem Kanal. Mhm. Und das wird so ausufernd. Also John, wenn du mal wirklich lachen willst, dann bist du Dienstag und Donnerstag circa um 2 bei mir auf dem Kanal. Ich hoste sie dann, du findest sie. Also 14 wir haben uns nicht gesucht, aber durch Mary gefunden und wir sind so seelenverwandt, John, ohne Mist. Jawohl, sehr schön. Sehr cool. Wo findet man das Ganze? Ich werde sie von meinem Kanal hosten oder aber, wenn ich ein Shoutout machen darf, würde ich das reinstellen. Mach das gerne. Natürlich. Ist doch alles gut. Okay. Es ist doch immer ganz interessant zu sehen, vor allen Dingen hier auf Twitch, wie vielseitig die Leute unterwegs sind und was es eben alles gibt. Es gibt einerseits eben diese Workstreams, wo... Ja, Work in Progress sagt man ja, glaube ich, immer dazu, wo man so mit dem Chat eigentlich nicht interagiert, sondern einfach eben sieht, wie jemand an etwas bastelt, wie jemand etwas schreibt, wie jemand, keine Ahnung. Ich habe schon gesehen, da hat jemand seine Doktorarbeit geschrieben. Ja, sind einige. Solche einige Sachen unter anderem. Genau. Ne? Ich meine, ist schon ganz nice. Ne? Oder eben hier so, was mich ja auch interessiert, so 3D-Drucker. Ja. Ach, das läuft übers Mikro. Entschuldigung. Ich wollte gerade sagen, wenn Finn schreibt, das hört man. Es geht gar nicht über Kopfhörer, sondern übers neue Mikro. Entschuldigung. Ich habe ein neues Mikro. Du brauchst doch nicht übers Mikro schreiben. Dafür gibt es auch Tastaturen. Ja, das ist meine Tastatur. Dein Mikro ist deine Tastatur? Nein, mein Mikro steht neben meinem... Ich schicke dir gleich Bild. Haus auf das Mikro steht direkt neben dem Laptop. Aha. Ja, haus auf den Laptop rum, lass ihn ab, ja. Das ist eine Stimme an. Ein bisschen Aggressionsabbau. Richtig. Ja. Ich bin Autorin, ich tippe nun mal, wie ich tippe. Ist ja gut. So mache ich das ja auch. Ja, ehrlich.
total. Nee, das ist eine riesen Extra, so eine ganz große Tastatur. Der arme Leppi, ja, natürlich. Das ist so ein guter Leppi, der hält das aus. Ja. Am Anfang, als Sinne gekauft hat, war der so hoch. Jetzt ist der inzwischen so runtergeballert. Weißt du, kennst du das? Das ist so wie die alten Autos, die kaputte Stoßdämpfer haben. Wenn sie da auf eine Taste drückt, dann wippt die noch dreimal nach und jedes Mal ist das Zeichen dann 3 bis 5 Mal dann auf dem Computer wiederholen. Dafür habe ich mich nicht so mimimi. Ich kann halt noch ein Trabi fahren ohne Servolenkung. Nein, kann ich nicht. Würde ich gerne. Aber. Deswegen meine ich ja, du schreibst wahrscheinlich nur einmal. Geht schon gut los. Und dann wippen die Tasten so, weil sie so ausgeleiert sind, wippen so nach und geben dreimal den Kontakt. Deswegen haben wir dann mimimi. Oh Mann, ey. Es geht schon gut los. Kommt alles auf die Liste. Alles kommt auf die Liste. Wie lang ist die Liste, Finn? Die ist verdammt lang, wenn er so weitermacht. So, ich schicke euch mal ein Bildchen. Da kommt es doch in der Zwischenzeit eh nicht mehr drauf an, oder? In den Instream. Ich muss noch gucken, ob ich irgendwas Verwerfliches drauf habe. Ja, bitte. Nee, ja, das könnt ihr nicht lesen, die verwerflichen Sachen. Würde mich wundern, wenn ich schon meine Handschrift so unscharf lesen könnte. Was soll ich da jetzt drauf antworten? Also ich habe was gelesen. Schlag mich, beiß mich, gib mir Tiernamen. Du Schmetterling. Ja, das steht hier Amster. Nicht. Habe ich gelesen. Frage ich mich, wo? Unglaublich. Da ist meine CD fertig. Gut, nächste machen. Ah. So. Wo waren wir? Wo waren wir? Ja, Tim, Leute. Ja, nächstes Thema. Deiner Tastatur. Nächstes Thema. Tastatur, genau. Also ich habe... Ja, ich habe heute gerade gelesen, hier diesen rührenden Auftritt von Marty McFly und Doc Brown hier. Ne? Das hat mir mein Mann geschickt. Einerseits fand ich es echt rührend, andererseits echt traurig, ne, weil Michael J. Fox mit seinem Parkinson ist ja echt... Das hat man gesehen, ja. Ja, das hat man echt gesehen. Und da fiel mir dann ein, wir haben ja auch nochmal bei Tabletop haben wir ja auch ein Brettspiel. Zurück in die Zukunft. Das werden wir bei Zeiten das dann auch. Das werden wir irgendwann mal ausprobieren und dann werden wir bei Zeiten mal streamen. Genau. Das ist dann mit auf der Liste. Der alte Peabody ist auch dabei. Nein, der nicht, aber... Genau, eine Aufgabe ist dabei, ihm einen Briefkasten zu fahren, ne? Genau. Ja, da habe ich ja... Danke, jetzt habe ich wieder einen Ohrwurm. Wieso? Ich habe auch einen. The Power of Love, you and Lewis. Ist ein ganz furchtbares Lied. Nein, ganz schrecklich. Übrigens, liebe Finn, rate mal, was ich gestern mir nach langer, langer Zeit mal wieder angeguckt habe. Star Trek, ich habe es eben gehört, als ich mich abgetrocknet habe. Nein. Aber irgendwas mit Star Wars. Nein. Auch nicht Star Wars. Nach langer, langer Zeit. Ja. Eben. Das ist bei dir eine ziemlich lange Zeitspanne, ne? Du bist Aparella. Schon eine ganze Weile auf dem Planeten. Danke für die Blumen. Nein, ich war tatsächlich... Semi, gibst du mir gerade einen Tipp auf Indiana Jones? Ich habe mir gestern tatsächlich den ersten Teil von Avatar nochmal wieder angeguckt. Oh Gott. Und ich muss tatsächlich sagen, mir hat er gefallen. Er ist so scheiße. Ich fand ihn gut. Und zwar Gott, der ist zum so einen. Schlecht. Ja, ich verstehe nicht genau. Was meinst du denn, warum ist der schlecht? Was meinst du genau dran? Ich finde die Geschichte so flach, so 0815, die Amis kommen, die Amis machen alles kaputt und ein Ami ist dazwischen, der die ganze Welt retten muss, der die ganzen anderen Amis halt aufklärt und so. Es ist so diese gesamte amerikanische Geschichte, die immer wieder aufgegriffen wird und immer wieder dargestellt wird und wo jeder eigentlich das schon so zum Halse raushängt. Naja gut, aber abgesehen jetzt von der Sache, das ist ja das, was immer gesagt wird. Es ist die Pocahontas-Story, das kennen wir ja nun schon, genau. Ist klar. Aber abgesehen davon finde ich, dass dieser Film eine ganze Menge Flavor hat. Also in der Story ist eben noch dieses ganze Drumherum, diese Welt, die da erschaffen wurde. Ja, das Setting ist geil. Und dran. Das ist ja wirklich
hammer, hammer stark. Ich kenne den Film halt, ich habe mir damals gesehen, das ist mindestens 5, 6 Jahre alt. Doch hier gleich mal eine Umfrage, warte mal. Ja, ist gut. Mirko macht eine Umfrage. Mal. Okay, macht eine Umfrage. Keine Ahnung, was jetzt kommt. Also, lasst euch überraschen. Aber ich war halt sehr überrascht. Hat auch das Eis geschmeckt. Weil ich eben auch vieles gar nicht mehr so in Erinnerung hatte. Genau. Und nee, also der ist schon sehr bildgewaltig. Und im Anschluss habe ich dann gesagt, okay, jetzt gibst du dir noch das Making-of. Und das sind dann auch nochmal so 1,5 Stunden gewesen. Wenn man mal überlegt, dass der Großteil dieses Films in einer Filmhalle, in einem Filmstudio entstanden ist. Und der Wahnsinn, was du für eine Zeit hast, dir das alles reinzuziehen. Naja, das gestern Abend war das halt, ne? So. Und da war das. Dieses Sarkasmus, ey, geil. Total. Also mir hat's gefallen, ich fand's schön. Ne? Und ja, vor allem, ich klar. Interessiere mich ja auch immer dafür, wie wird sowas gemacht? Wie kriegt man so etwas hin? Und wenn ich mir überlege, dass da einzelne Szenen tatsächlich in einem Zeitraum von einem halben Jahr entstanden sind. Also da wurde was aufgenommen mit den Schauspielern, die haben dann diese 3D-Dings aufgenommen, wo sie die ganzen Punkte im Gesicht hatten und alles drum und dran. Die haben da ja die Kameratechnik erst in dieser Richtung entwickelt. Und nachdem das alles dann im Computer abgespeichert war, haben sie erst gefühlt ein halbes Jahr später die Szene daraus gebaut. Sie hatten nur die Bewegungsabläufe der Figuren, aber dann hinterher haben sie erst dann die richtigen Kamerafahrten gemacht und sowas daraus. Total krass. Wenn man sich mal überlegt, dass dieser Film schon wieder 10 Jahre alt ist. Über 10 Jahre. Ja, das stimmt schon. Die Technik, das ist echt Wahnsinn. Wir haben uns den Film damals in so einem richtigen, gut extra für 3D-Filme ausgelegten 3D-Kino angeguckt. Dafür sind wir ein Stückchen gefahren. Und das ist schon Wahnsinn gewesen. Und die Welt, wie die erschaffen haben, das ganze Setting, das ist wirklich toll. Und die ganze Technik, weil er hat ja extra darauf gewartet, dass es möglich ist, damit er das machen kann. Damit es, wie du gesagt hast, so bildgewaltig wird. Ja. Aber die große und ganze Geschichte hat es echt kaputt gemacht. Ist echt, ja, ist für den Arsch. Ja. Es ist, wie Semi sagt, es ist für den Arsch. Hätte er sich dazu noch einen richtig guten Drehbuchautor geholt, hätte den auch noch genauso viel Geld in den Arsch geschoben wie für die ganze Technik, dann wäre das so ein bombastisches Meisterwerk gewesen. Aber so, geile Technik, bildgewaltig, richtig hübsch gemacht, also wirklich nett zum Angucken. Aber wenn du dir die Geschichte reinziehst, denkst du dir, Geschichte nicht, ja. Wow, okay, da hat er gespart. Entschuldige, darf ich was dazu sagen? Ja, na klar. Ich bin absoluter großer James Cameron-Fan. Ich liebe den Mann, weil der hat super geile Filme gemacht bis jetzt. Also, auch so einer von den Kandidaten, wo ich sagen würde, diesen Menschen würde ich gerne mal kennenlernen. Ja, aber selbst Titanic, ja, kann man hin und her, die erste 3 Stunden oder 2 Stunden. Der Rest hat er echt, also irre, ne, was er da. Ja, aber bei Avatar ist das wirklich, es ist alles schön, aber das rettet echt, die Story war wirklich aus. Ich werde jetzt so ein bisschen vulgär, ist echt wie aus dem Arsch gezogen. Tut mir leid, aber das war echt so. Also ganz so schlimm fand ich jetzt nicht, aber ja, es ist so 0815, ich weiß nicht. Das war alles vorherbar. Könnte aus dem Kinderbuch genommen worden sein. Ja. Ist ja alles schön, es ist gut für das allgemeine Publikum. Es gibt Leute, die lieben das. Es war sehr Mainstream-lastig, aber nee. Klischee. Es war Klischee. Es war wirklich das reinste Klischee. Absolut, diese amerikanischen Shit, also kann ich mir nicht mehr antun, echt nicht. Das ist so. Es war nichts Überraschendes dran. Es war halt Stefan, wie seht ihr das? Wie ist das denn bei euch? Ich habe schon abgestimmt. Ich bin raus, bei mir kann ich keiner was sagen. Ich wusste, dass er das jetzt sagt. Wo liegen wir denn? Wie sind wir denn unterwegs hier? Ja, 50% kann man das jetzt sagen. Das Problem ist, mögen ist sehr, sehr mögen ist mögen. Jetzt hat Finn eben noch zum Schluss das gleich gezogen. Ja, okay. Was? Nee, ich hab als allererstes abgestimmt. Ah, du hast schon abgestimmt. Okay, es hält sich also die Waage. Es gibt weder ein deutliches Ja noch ein deutliches Nein. Und eben kann man das essen. Spaltet die Massen. Ja, natürlich. Also es ist Ja, das stimmt. Ich habe Nein gestimmt, aber wie gesagt, für mich ist das, die Technik ist okay, die Filmtechnik ist faszinierend, aber wenn du bedenkst, der hat
Aliens gemacht. Der hat. Oh, die Filme war das. was weiß ich was gemacht. Der hat so einiges Schönes gemacht. Wie heißt er mit dem Arnie, mit Jamie Lee Curtis nochmal? Ich glaube, das hat er auch mitproduziert. Der hat damals. Ey, das ist. Ja. Und dann kommt er mit sowas. Ja. Ich weiß nicht. Also, Avatar war eigentlich als Nachfolgeproduktion unmittelbar nach Titanic geplant. Aber es hat eben so lange gedauert, bis dann tatsächlich da das Ganze dann auch mal losgehen konnte. Die mussten ja wirklich ganz viel Technik überhaupt erst entwickeln und selber erstmal ausprobieren, ob das überhaupt ja, so funktioniert, wie sie sich das denken. Das ist ja schon erstaunlich, dass er schon eine Idee hatte für Technik, die es noch gar nicht gegeben hat. Das ist schon erstaunlich, das muss man dann schon lassen. Er ist ein brillanter Geist, aber wie gesagt. Ja, und mehrmals, das ist ihm halt mehrmals gelungen. Ja, ich meine, Titanic war auch, ja, mal abgesehen von Leonardo DiCaprio und diese, mir ist so kalt, diese dumme Schnepfe. Aber, ja, das ist aber was. Das war schon der Wahnsinn. Genau, wie sie da in die Welt. Ich weiß nicht mal, ob mein Mikro Pfeifen aufnimmt. Ihr seid auch so Lästermäuler. Nee. Unglaublich. Nein, ich mag den Titanic. Das ist halt, ja, der hat nur so Stellen, wo du sagst, nee, danke, bitte, brauche ich nicht. Ja, alle die mit Leonardo DiCaprio sind vielleicht? So, entschuldigen mal. Also es gibt einige DiCaprio-Filme, wo ich wirklich sage, die finde ich super. Super, ja. Ja, das wollte ich gerade sagen. Als er anfing, endlich erwachsen zu werden, ja. Richtig, wo er mit Fien, mit Scorsese und so weiter, ja. So Filme so richtig ordentliche, nette Nachdem Filme. Er endlich einen Bartwuchs hatte und so. Ja, also mein Lieblingsfilm ist Once Upon a Time in Hollywood. Guckt euch den Film mal an. Er ist zum Schreien. Dreimal. Nee, nicht der, sorry, ich hab den verwechselt. Wolf of Wall Street, hab ich mich kaputt gelacht. Jawohl. Der Knaller. Ja. Wie oft er leer ausgegangen ist bei der Oscarverleihung und dann endlich. Ja, natürlich. Ja, das war ja auch schon so ein Running Gag. Das habe ich ihm ja auch gegönnt. Er ist gut, er ist hochprofessionell. Ach ja. Ich muss noch so aus Catch Me If You Can, fand ich schon mal toll. Der ist gut. Ja. Ja, Tom Hanks zusammen, ey. Super. Oh, ich bin auch Tom Hanks Fan. Oh. Tom Hanks war ja auch, ja. Tom Hanks. Oh. Also, Fan, weil ich mag ihn als Schauspieler. So richtig, was du jetzt denkst, Semi, da sind andere Filme. Das meinte ich nicht, nein, das war nicht so gemeint. Nein. Filme mit Tom Hanks, gut. Was sind eure Favoriten? Oh. Alles, was mit Dan Brown zu tun hat. Okay, ja, die ganze Sakrileg-Illuminati-Geschichte, ja. Ich mag die Bücher, ich mag, also wo ich auch sagen muss, Sakrileg und Illuminati sind relativ nah an den Büchern, sind richtig gut. Hm. Und Inferno habe ich erst den Film gesehen und jetzt vor kurzem erst das Buch gelesen. Da fand ich den Film schon nicht so gut, bevor ich überhaupt das Buch gelesen habe. Okay. Das Buch ist der war lasch. Und das Buch ist aber halt, denn, also. John, du hast bestimmt schon mal was so von Spannungsbögen gehört. Ne? Es geht ja einfach so hoch und runter. Ja. Genau, wenn du ein Buch schreibst, geht es ja Bögen. Und Dan Brown ist einer, der kann die Spannung so oben halten, dass du so 900 Seiten Klopfer fressen willst, ehrlich. Ich hatte das Symbol, das war, oh, ich dachte, ich krieg ein zu viel. Ich kam ja gar nicht mehr runter, ich konnte gar nicht schlafen, so spannend war das. Okay. Nee, das cool. Ist... genau, ja, denn gerade, Tom Hanks jetzt aus dem Alter raus ist, Robert Langdon zu spielen. Gibt es da nicht auch eine Serie? Ja. Wie ist die? Also ich mag auch ältere Filme mit Tom Hanks. Also die kennt, weiß ich gar nicht, ob ihr die kennt, natürlich. Die Joey gegen den Vulkan. Big, und so, also die finde ich auch super. Dann schieß ich mal los. Oh, hier. Oh, gewonnen Star Trek. Ich glaube, es macht Spaß, oder? Da kannst du auch nur verlieren bei dem Ding jetzt. Egal, für was du jetzt... Jetzt bin ich aber gespannt. Aber werden Schweine im Weltall gewählt? Das finde ich auch super. Also, auch nur einer war, werde ich gewesen sein. Da bin ich ja mal gespannt, was da jetzt mal rauskommt. So, zu Tom Hanks, da mag ich so einiges davon. Cool, die ganzen, also The Pacific, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt.
Band of Brothers, das sind alles Kriegsfilme, aber die sind echt gut. Ist er dabei gewesen bei Band of Brothers? War er dabei? Der hat, glaube ich, mitproduced. Und der hat ja auch hier diesen mitproduced, aber der hat auch, wie heißt der nochmal, dieser eine berühmte, der Spielberg gemacht hat? James Ryan. Genau, James Ryan. Dann mag ich Polar Express. Oh, der Polar Express ist toll. Dann mag ich. Dann mag ich, Moment, wie hieß der nochmal? Stephen King-Verfilmung. Tom Hanks? Ja. Ich meine, das war ein Stephen King. Warte mal, ich komm gerade drauf. Genau, Terminal ist mir eingefallen. Terminal ist auch, ja, der ist Road to Perdition, Castaway. Habe ich nur einmal geguckt. Castaway. Habe ich nur einmal The Green geguckt. Mile. Ich finde die Thematik cool, aber ich mochte das Ende nicht. Wilson. Genau, Apollo 13 und dann The Green Mile. Einer der besten Mile ist Stephen King. Hey, ja, das ist Stephen King. Oh, Faye. Vielen lieben Dank für dein Follow. Schön, dass du dabei bist. Grüße dich. Hallo. Willkommen in der Community. Ich weiß, wer Faye ist. Ich hab dir Faye gebracht. Faye, du sollst ein Follow geben, sonst hole ich ihn nie ein. Ein Follow. Komm mit, Kinderchen. Komm mit. Ne? Also, The Green Mile ist von Stephen King. Stephen King, ja. The Green Mile, ja, natürlich. Stephen klar. King, hast du recht. Entschuldige, sehe mir, dass ich an dir gezweifelt habe. Ich habe auch mal das Gefühl, der sucht sich eben ganz speziell diese Rollen aus. Inzwischen, natürlich, klar. Aber das sind immer so diese Charakterdinger oder so. Finde ich super. Sully hat ja auch noch mitgemacht. Ja, also ich kann aufzählen. Ja, na, wenn du ein gewisses Level als Schauspieler hast, dann kriegst du die Drehbücher geschickt und dann schmeißt du die Tonne, was du nicht willst und nimmst du noch das, was du willst. Ja. Greyhound ist dieses U-Boot-Kriegsfilm, den fand ich auch richtig gut. Ey. Der war echt so spannend. Irre. Ich habe keine Kekse. Sie sind alle weg. Was? Wer hat Kekse? Ich will auch Kekse. Kekse. Ist das genial? Ich glaube, das ist gerade Wikipedia. Das ist gesellschaftlich kritisch. Leute, Faye ist kein Kind mehr. Faye. Ich passe auf Faye auf. Kekse. Wenn sie zum Schauen will, muss sie erst an mir vorbei. Also, geografisch. Hä? Ja. Aha. Sie wohnt gleich in der Nähe. Aha. Ja, aha. Und wenn ihr nächsten Dienstag dem Shoutout folgt, was ich eben gemacht habe, dann seht ihr sie auch. Sehr schön. Bei Tom Hanks sind noch so einige Sachen dabei. Also wie gesagt, Big haben wir vorhin gehabt. Tatsächlich im Urlaub habe ich so einen Soltan tatsächlich gesehen. Ein was? Soltan? Diese Maschine, die er da bedient hat. Weißt du das noch, was ich meine? Ja. Das sind Automaten. Der hieß auch tatsächlich so. Habe ich fotografiert, kriege ich jetzt aber leider auf die Schnelle nicht gefunden. Das war, fand ich auch drollig. Einer meiner Lieblingsfilme mit Tom Hanks, also wirklich, den ich jedes Mal gucken kann, weil ich den urkomisch finde, ist meine teuflischen Nachbarn. Aber das ist, was die da auf den Beinen stehen, da mit den Nachbarn, ehrlich. Was man auch nicht vergessen darf, er hat ja auch seine Stimme ganz häufig für Sachen geliehen. Toy Story zum Beispiel. Yep. Hat er den, den hat er gespielt? Den Woody, ne? Oder? Yep. Ja. Woody war das gewesen. Und wer hat Buzz Lightyear gespielt? Tim Allen war das, ne? Ja. Tim Allen, Binford 3000. Oh mein Gott, echt? Ich lach mich kaputt. Binford 3000, was ihr wieder wisst, was ihr Nerds wieder wisst. Ja. So ist das. Wir sind also welches Wort ist jetzt politisch korrekter? Nerd, Geek? Was ist da der Unterschied? Raus, ist doch scheißegal. Seit der Big Bang Theory sind Nerds und Geeks cool. Und sie waren es schon immer. Ich habe nicht gesagt, dass ihr nicht cool gewusst. Seid. Ihr seid die coolsten Geeks und Nerds, die ich kenne. Ihr seid auch die. Okay, mehr davon. Das ist eine Aussage. Ach ja. Was für ey. Der Hund hat gerade den Kater geärgert. Nicht ausgelassen. Cats and Dogs. Ja. Ansonsten, warte mal, ich muss ja mal überlegen. Also Tom Hanks wo Schauspieler sind, genau. Was ist so da noch die richtig berühmten, sagen wir mal so, die Top oben? Ah, jetzt außer Tom Hanks. Wen habt ihr noch so auf dem Kasten? Bin ich aber gespannt. So Oldschool. Bin ich auch mal gespannt. Ich will gerade Tom Hanks rufen. Ich will gerade singen. Das haben wir doch. Die oberen 10, Leonard. Na, dann Brad Pitt von der Würstchenbude.
Vom Brad Pitt, ne? Und sein heimlicher Geliebter George Clooney ist ja meine Theorie. Ja, natürlich. Ne? Ich finde die Theorie ist, so Brad Pitt genial. Und George Clooney sind heimlich zusammen. Ah, okay. Das wird auch immer behauptet. Ja. Ich mag beide nicht. Ich weiß nicht, was die Frauen an den beiden finden. Ich finde die cool. Ich mag die Oceans-Reihe finde ich super. Die Filme, die Oceans-Reihe ist echt geil. Ich meine, so vom Aussehen, ne? Du weißt ja, wie die beiden sind. Oh, Brad. Oh, George Clooney. Oh, der sieht so gut aus. Und ich, wo? Weißt du, der Clooney, der gibt mir Hoffnung. Der sagt mir, das ist kein Grau, sondern das ist silbermeliert, was hin und wieder durchkommt. Oh mein Gott. Jetzt deswegen. Welche Fotos waren das nochmal? Leute, waren die nicht von der letzten Comic-Con, wo ich gesagt habe, schau, was mit deinen Haaren passiert, färbst du dich immer für den Stream? Sie haben moderne Kaffeemaschinen, wie geil. Sie haben beide moderne Kaffeemaschinen. Ach, deswegen. Ach so, und deswegen stehe ich nicht auf die Schale, weil ich selbst eine habe. Ich rede jetzt von schauspielerischer Leistung und vielleicht ein bisschen Aussehen, aber übertreib es jetzt nicht. Komm. Okay, schauspielerische Leistung und vielleicht. Ja, auch Chat ist gefragt. Ich meine, wenn ich jetzt meins sage, ich schlag mich eh alle tot. Das weiß ich jetzt schon, aber macht nichts. Okay, warte, ich hole erst mein schwarzes Buch. Dann kannst du es sagen. Upsi. Keanu Reeves, ein sehr netter Mensch, auch privat. Ja. Toller Mensch. Und die Fanti sagt, es ist Morgan Freeman, den habe ich auch auf der Liste gehabt. Grad. Nein, gar nicht. Morgan Freeman mag ich auch unheimlich gerne. Ja. Ist ein guter Schauspieler. Wobei ich immer denke, Morgan Freeman kann nur zwei Rollen spielen. Entweder den Präsidenten oder den Gott. Das sind nur zwei Rollen, die möglich sind. Das stimmt. Obwohl ich sagen muss, bei Keanu Reeves muss ich sagen, schauspielerisch ist er ein bisschen hölzern. Aber, aber wirklich, ne, was man so liest in der Presse und überall, der ist wirklich, der geht auf die Menschen zu auf der Straße, der wirft Bettlern Geld in den Hut und oder kauft ihm was zu essen. Und weil. Ist halt unten geblieben. Ja. Er hat mitgekriegt bei den Dreharbeiten, ich weiß nicht, welcher Film es war. Das war irgendwie beim Make-up und so weiter. Da hat er mitgekriegt, dass die Assistentin davon irgendwie, dass die Geldsorgen haben, weil die eben ihr Haus verlieren könnten. Genau. Und da hat er spontan die Hypothek für das Haus abbezahlt. Immer so, puff. Okay. Krass. Warum nicht? Ja, bevor es ich habe jetzt nichts dagegen, aber bevor es in irgendeinem Fonds tut mit Afrika, bauen sie Schulen, wo er auch nicht gucken kann, ob es auch wirklich ankommt, dann doch lieber da. Ja, dann macht das. Ja, Morgan Freeman, super, habe ich letztens einen Film gesehen, Kings of Hollywood. Da spielt er nicht Gott und auch nicht den Präsidenten. da spielt er irgendwie so einen Gangster, war auch sehr, sehr lustig, ist halt eine Komödie. Der kann bestimmt schlimm böse gucken. Wie heißt sie denn? Es gibt so einen Zweiteiler, ist das, da ist er auch dabei. Böse gucken. Da sind das der so. Der Pate so, und der Pate 2. Das sind so Ex-Agenten, waren sie unterwegs. Retired? Red war das. In Red, ja. Ne? Die waren auch cool. Bruce unterwegs. Willis, ja. Jawohl. Das ist gut. Mit wie heißt der Irre? Ja, der ist cool drauf. Ja. Der total Bekloppte. Malkovich. Ja, Malkovich. Oh mein Gott, das ist doch. Der ist doch auch im wahren Leben so, oder? Der ist doch wirklich hier schon mal durch. Der hat auch wirklich am Zaun in der Nacht. Also wenn ihr Malkovich mögt, guckt euch mal Being John Malkovich. Ja, das jeder ist sagt das. Der soll wirklich sehr gut sein. Der Hammer. Also mehr so Männerding, aber der soll sehr gut sein. Ja, aber es ist ein abgedrehter Teil. Also der ist ein Schwein, genau. Wo er die Knarre versteckt da drin. So, ich warte immer noch, ob dieser Name jetzt in diesem Chat fallen wird. Aber okay, erzählt weiter. Okay. Oh, es gibt so viele Schauspieler, die ich persönlich zwar gut finde, aber wo ich jetzt nicht sicher bin, ob dessen schauspielerische Leistung jetzt überragend zu bewerten ist. Der den Paten gespielt hat. Naja, das war ja Marlon Brando ist ja. Der ist ja. Das war ja echt eine Ikone. Und ja, schauspielerische Leistung, ja. Semi, hau raus jetzt.
Nee, ich habe Marlon Brando, super Pate und super, natürlich bei Superman, ja. Hat er bei Jor-El gespielt, glaube ich, ne? Da war ja der Vater vom ne? Aber mein Lieblings, jetzt hauen die mich alle um, ich weiß es jetzt schon. Nein, los, mach schon. Tom Cruise. Ja, auch, ja, durchaus. Ja, doch, ich hau dich um, ja, hast recht. Ja, du kannst gerne erklären, erklär es einfach. So ja, jetzt, also, Scientology mal hin und her, das ist mir egal. Ne? Ich finde, der Typ, der ist so wandelbar, der spielt überall. Klar, viele mögen sein Aussehen eventuell nicht, weil der halt immer dieses Grinsen eventuell. Aber der, egal wo er spielt, der spielt das richtig gut. Mhm. Ich meine, das ist nur eine also eine meiner Lieblings, aber ich habe noch viele andere. Mhm. Aber ich hatte gedacht, dieser Name wird jetzt fallen, aber tut es nicht. Top Gun, ach, da gibt es so einige Filme. Nicht nur Top Gun. Ja, Domenicano. Mit Top Gun. Domenicano. Domenicano, genau. Sorry. Der hat so viele Filme gespielt und der spielt das echt gut. Also, ich kann mich bei denen nicht beklagen. Hallo, ja, Scientology, das ist doch egal. Ja, mal abgesehen von Scientology, der wird mich anlächeln. Das ist so einer, ich finde, sein Lächeln ist so falsch. Will ich irgendwie, habe ich dann das immer so dieses Bedürfnis, ihn das aus der Fresse zu prügeln. Ja, aber das ist ja nicht. Es gibt Leute, die haben einfach so ein Gesicht und das ist das Problem. Kennst du, dass der sagt, ja, das ist mein Gesicht. Was soll ich das tun? Stimmt. Ne? Und und ich glaube, sein Lächeln ist schon ehren. Ich habe schon mehrere Interviews und mehrere, was weiß ich was, geguckt. Wirklich mehrere. Ich sage jetzt, ich rede jetzt nur von zwei oder sowas. Ein Mensch, der sich den Kothaufen seines Kindes in Gold gießen lässt. Ja, also der ist für mich irgendwie so ein bisschen. What? Ja, ist kein Witz. Der hat sich tatsächlich mal so einen Windelrest, will ich es jetzt mal nennen. Wollte der nicht auch den Mutterkuchen essen nach der Geburt des Kindes? Ja, wie sowas. Stimmt. Ja. Weißt du, da auf sowas achte ich dann nicht. Das ist natürlich immer so ein bisschen schwierig, weil du weißt nicht, wer das erzählt. Wege dieser Informationsfluss gegangen ist. Wer das erzählt. Das ist jetzt, wie sie mir sagt, er hat davon noch nicht gehört. Wenn du den auch magst, dann hörst du sowas auch nicht. Und deswegen sagt man auch immer aus gutem Grund, man soll seine Vorbilder niemals treffen. Ja, nein, aber ich gucke mir die Schauspieler an und nicht die Person. Ja, ich gucke mir die Schauspieler an. Mir geht es nicht um deren Privatleben. Privatleben ist Privatleben. Und wenn das da stimmt. Hier um erzählt, lass ihn machen, was er will. Das macht, wenn er gut schauspielern kann. Und ist das für mich in Ordnung. Ne? Das ist bei mir ganz genau das. Du weißt ja nicht, was andere Leute auch noch machen. Das erzählen ja nun mal nicht. Ne? Mit Glück merke ich mir noch den hier Namen und merke mir, dass er toll war. Und da war es dann schon. Und bei Musik ist es auch. Ich fühle die Musik, ich finde die toll und... Ey, mir würde von mein Lieblingssänger auf der Straße begegnen, ich würde nicht erkennen. Ich weiß zwar, wie er aussieht, aber ich würde ihn nicht erkennen, weil ich das nicht so hype. Ich verstehe auch nicht. Ich habe das schon als Kind und als Jugendliche nicht verstanden, wenn man irgendwo steht und da kommt so ein Star. Entweder bist du beim Konzert oder stehst am roten Teppich bei einer Filmpremiere oder was auch immer. Und dann kreischen die sich da ein ab. Nur weil der da steht das und ist atmet. Halt dieses Vorbilderfunktion. Beziehungsweise das bisschen größer als du, dieses so nach oben gucken. Ja, aber das ist egal. Das habe ich auch nicht. Und auch wenn ich da stehe, ich denke, ich stehe dazwischen. Ne? Finn steht zwischen der Masse, die kreischt. Finn denkt sich da oben, geile Stimme, aber der geht auch nur kacken. Aber ich habe mich gebessert. Ich bin nicht mehr so laut wie früher. Ich kreisch da nicht, ehrlich. Ich find das so doof. Der hat ja auch von meinem Gekreisch nichts klar. Ich applaudiere, wenn das Lied fertig ist und schrei auch, aber dieses Ohnmacht fallen und dieses genau. Leute, das ist ein Mensch. Ja, der hat vielleicht eine tolle Stimme oder der kann sehr gut schauspielern oder Gott, der sieht wahnsinnig gut aus, aber deswegen falle ich doch nicht in Ohnmacht. Also jedenfalls ist es mir noch nicht passiert, keine Ahnung, aber ich falle doch deswegen nicht in Ohnmacht. Es ist doch nur ein Mensch. Schnappatmung. Ja, Leute, bitte. Das nennt sich Fangirl. Moment, das weiß ich. Ich kann auch Fangirlen, wenn ich will. Also...
Aber bis John hat es rausgesucht. Sehr John, gut. Wie hättest du es gerne, wenn wir uns dann auf der Comic-Con endlich sehen? Gott. Soll ich kreischen? Ich muss es vorher wissen. Bitte, das möchte ich sehen. Es kommt darauf an, was du vorhast. Wenn du jetzt mit langen Krallen oder Waffen auf mich zugestürmt kommst, dann weiß ich nicht sogar. Dann ist es vielleicht ganz praktisch, wenn du vorher kreischst, weil dann höre ich dich aus sicherer Entfernung. Kann ganz weglaufen. Ne? Also das kann ich dich beruhigen. Ich habe keine langen Krallen. Ich bin Autorin, die stören beim Tippen und ihr habt mich eben tippen gehört. Ja, dann am besten häng dir deinen Laptop einfach mal so um. Es gibt ja diese Tragegestelle für Laptops. Und dann schreib doch auf Akon, dann wissen wir immer, wo du bist. So ein Stark. Faye, siehst du, sowas muss ich mir gefallen lassen. Ja, man hat dich ja lieb, ne? Ja, ihr habt mich lieb. Total, weißt du doch. Ich schicke immer meinen Sohn vor, welchen, den kleinen oder den großen? Den Kleinen kannst du auch nicht überhören, das stimmt. Das lauteste Kind auf dem ganzen Schulhof. Du kommst dahin, du hörst ihn. Du weißt nicht, wo er ist. Du hast vergessen, was du ihn frühst angezogen hast, aber du hörst ihn. Ach, ich höre ihn. Ich finde ihn schon. Ja, du solltest auf meiner Seite sein, verdammt. Ansonsten, was für Schauspieler gibt es noch, wo ihr sagt, die sind toll, die mögt ihr auf jeden Fall? Auch Frage, wie gesagt, zu euch an Discord, zu euch in den Chat. Haut rein in die Tasten. Naja, machen wir mal ein kleines Rätsel. Ich hätte jemanden, okay. Ja. Der hat in den 50er Jahren angefangen, Filme zu machen. Er hat seinen letzten Film vor anderthalb Jahren gemacht und lebt noch. In mittlerweile den 50ern angefangen? Ja. Douglas. Dingsbums. Nein. Douglas. Nein. Dingsbums Douglas, eigentlich. Ich dachte, ich merke mir sowas nicht. Eastwood. Der hat in den 50ern angefangen. Eastwood ist cool, stimmt. Danke. Wer? Yes. Eastwood. Kennt Eastwood. Ach, Eastwood. Was, der hat aufgehört? Ja, der hat 21, hat er den letzten Film gemacht. Da war er, glaube ich, 91. Also ich glaube nicht, dass der noch einen macht. Der hat ja einen geilen Sohn. Also, ne, wenn wir es, ja, weil ich schon fragen wollte, wegen schauspielerischen Künsten, den wir mögen, oder wegen Aussehen, also sein Sohn. Zwei Söhne, soweit ich weiß. Ich müsste nachgucken, welches ist, der so heiß aussieht. Tochter. Der so heiß aussieht. Die kenne ich jetzt nicht, da müsste ich mir jetzt erst ein Bild machen, ob ich die heiß finde. Gott, ja. Ich erinnere mich bei Eastwood immer in erster Linie, ich kenne ja die ganz alten Filme nicht so sehr mit ihm, aber Space Cowboys ist zum Beispiel ein Ding, was ich gerne geguckt habe mit ihm. Wie heißt das mit dem Auto? Die ganzen Italo-Western. Ja. Gran Torino. Ja, wie gesagt, aber die habe ich jetzt nicht auf dem Schirm. Gran Torino. Ja, das ist auch true. Gran Torino, ja, das sind ja schon die späten Filme. Neueren, ja. Ja, Stefan, ich bin doch noch nicht so alt. Stefan, ich kenne halt auch noch Sergio Leone, ja, eine Handvoll Dollar. Ja, ich würde gerade sagen, für die Dollar-Trilogie mit Lee Van Cleef zum Beispiel hier, genau. Zwei glorreiche Halunken. Und das mit den Affen kennen wir auch noch. Ja, der Mann aus San Fernando, legendär. Genau, ja. Mit Clyde, dem Orang-Utan. Den Orang-Utan? Ja. Aber das ist nicht dieser Affe, der vorne das Cabrio fährt, oder? Diese Limousine, ja. Dieses Stretch-Limo. Der hat damals auch in den 90er, glaube ich, also Mitte bis Ende 90er, oder weiß nicht mehr, der hat einige der Bücher von David Baldacci, das sind alles immer so Politik-Thriller. Mit Gene Hackman, da gab es eine irgendwie, der hieß mit irgendwas mit The Power. Komme jetzt gerade nicht drauf. Richtig gute Filme, da hat er auch mitgespielt. Das war, ja. Da war er, glaube ich, seine 70 oder seine 60, glaube ich, noch. Eine 90er auf jeden Fall. Der hat drei, wenn nicht, mindestens drei, wenn nicht sogar vier von David Baldacci. Baldacci ist ja, der hat ja so, wie gesagt, Political Thriller. Da erinnere ich mich an Dirty Harry zum Beispiel, auch legendär. Ja, klar. Dirty Harry. Wer kennt denn Dirty Harry? Ja. Dann erst nie jemand Harald Schmidt. Was ich halt bei ihm gut finde, ist, er hat ja irgendwie so dieses Klischee immer weggehabt mit den Western, aber er kann auch richtig gut Charakter spielen. Er kann richtig gute... Ja. Und ist auch ein guter Regisseur. Und das stimmt auch, ja. Ja. Million Dollar Baby war auch ein guter Film. Der war richtig gut. Ja. Den gab es auch im Chat. Miska sagt zum Beispiel jetzt auch hier, Will Smith
ist ein Favorit. Ich kenne Will Smith noch aus der Zeit damals, als er eben den, oh Gott, wie hieß es denn jetzt? Auf Bel Air. Bel Air, da ging's los mit. Er war, glaube ich, vorher aber schon irgendwie in der Rap-Szene unterwegs. Also er hat ja relativ früh mit Singen angefangen und hat da auch ein paar Songs schon gehabt oder so. Und ich glaube, dann wurde er da entdeckt. Und ich glaube, den richtigen Durchbruch hat er dann ja, glaube ich, erst mit Independence Day gehabt. Hm? Das kommt ja auch schon von der Zeit her hin. Ja, so ungefähr, ja. Und dann ging es ja... Aber ich mag den gar nicht. Der ist mir total unsympathisch, schon damals. Ja, das weiß hat sich da bestätigt. ist so. Ja, bei dem wird sehr drauf geachtet, dass er wirklich immer ein sauberes Image hat, nie irgendwie ein bisschen zu viel und nee, so. Das der hatte vorher irgendwie so eine Art, die ich nicht mache. Also schauspielerisch fand ich ihn nie überragend, wie man da so denkt. Weil der hat ja immer so klischeehaft irgendwelche, immer dieses Witzige und sowas. Das ist ja alles schön und gut. Man kann auch witzig finden. Aber mal eine Rolle wechseln. Also der hat zwei Rollen gemacht, glaube ich, zumindest für mich, waren sie sehr, wo er halt so ein bisschen anders gespielt, nicht mehr witzig. Ich glaube, das eine hieß 7 Pounds in Englisch, war ein sehr guter Film. Und dann irgendwie Glück des Lebens oder sowas ähnliches, ich weiß es nicht mehr, auch sehr ein trauriger Film mit seinem Sohn. Aber stimmt, genau. Das war nie ernst. Ich konnte den nie richtig ernst nehmen. Ich weiß nicht warum, weil der hat so eine Art... Es ist lustig, ich kann mal drüber lachen, aber das war es auch für mich. Dann war Sense für mich. Ne? Und ja. Und das ist so seine Art, der war immer irgendwie so, weiß nicht, also der hat auch Scientology. Ist ja Geschmackssache. Also, ist ja, ich weiß nicht, wie die anderen das jetzt gut, zum Beispiel sehen, aber wie gesagt, also ich. Es gibt eben die Filme, wo er selber als Darsteller dabei ist und es gibt eben die Filme, wo er hinter der Kamera steht, wo er dann Regie führt, zum Beispiel in solche Sachen. Ich kenne jetzt zum Beispiel hier die Neuverfilmung von Karate Kid, wo er seinen Sohnemann da als Junior da am Start hat. Fand ich auch, Ist eine drollige Neuverfilmung. Also so, wie jetzt so typische Kinder, die gestriezt werden bis zum Get-No und dann, wenn sie, Ahnung, 20 sind, in die tiefsten Depressionen fallen, weil sie nie eine Kindheit gehabt haben, eine anständige. Ja gut, das ist eine ganz eigene Thematik jetzt, aber ich weiß jedenfalls, dass es eben, klar, wo es eben die Möglichkeit gab, er ist eben von vor der Kamera hinter die Kamera gewechselt. Und sicherlich, wenn da jetzt eine günstige Situation ist, wo er gesagt hat, komm her, das ergibt sich und der Sohnemann hat da Bock drauf, mein Gott, vielleicht zahlt es sich ja aus. Ich meine, der ist ja auch inzwischen erfolgreich unterwegs, vielleicht nicht als Schauspieler, aber zumindest in anderen Bereichen. Und keine Ahnung, weiß ich nicht. Solange die Kinder nicht gezwungen werden, ist alles in Ordnung. Ja, das ist die Grundvoraussetzung, halt natürlich. Als Zuschauer nicht wissen kannst. Ne? Das wird natürlich immer so auch vermarktet im Film und ich sehe da halt immer so Britney Spears. Und wir haben alle mitgekriegt, was aus der passiert ist. Ne? Die war seit sie 8 ist bei diesem Disney-Club und so. Und ja, ich bin selbst Mutter. Da schrillen bei mir einfach immer alle Alarmglocken, wo ich sage, das muss nicht unbedingt sein. Aber ja, wie gesagt, ich kann es nicht nachprüfen in die eine und nicht in die andere Richtung. Übrigens zu Clint Eastwood, die zwei Filme, die ich meinte, hießen Absolute Power und Ein wahres Verbrechen. Ja. Und in The Line of Fire war auch ein super Film, wo er eine ganz andere Rolle gespielt hat, wo er irgendwie so den Bodyguard gespielt hat. Um das eben noch aufzugreifen. Da war, glaube ich, auch John Malkovich mit dabei in dem Film. Ja. In The Line of Fire, der hat, glaube ich, den Bösewicht da gespielt. Ja. Um das nochmal aufzugreifen, Geek hat eben noch geschrieben, oder vorhin noch geschrieben, sie findet Patrick Stewart super. Der hat ja auch in so manchen Filmen mitgespielt, wo man eigentlich gar nicht mit gerechnet hat. Was eben Ottifanti schreibt, zum Beispiel Dune. Oder beim kleinen Lord war er auch dabei. Robin Hood, Helden in Strumpfhosen. Patrick Stewart. Nein, da war der ganz mit zum Schluss dabei. War er dabei, er hat König Richard gespielt. Ja, was? King Arthur gespielt, ne? Glaube ich. War die letzte Szene im Film. Ganz zum Schluss. War es King Arthur oder König Richard? Ja, Richard, ne? Ja, ich glaube König Richard. Er war ja von den Feldzügen zurück und so. Ne? Ja, genau. Miska Schrat, ich war total verwirrt, als ich Jonathan Frakes das erste Mal in dieser Mystery-Serie gesehen habe, obwohl ich ihn nur aus TNG kannte. Jonathan Frakes war ich auch überrascht. Sehr wahrscheinlich. Guck dir mal Fackeln im Sturm an. Ja.
Da ist er nämlich auch dabei. Und nochmal richtig mit, jung. Wie hieß der nochmal? Ja. Jawohl. Wie hieß der nochmal, der Schauspieler? Patrick Swayze. Ja, danke. War da, glaube ich, auch mit bei, stimmt, ne? Patrick Swayze, ja, genau. Oh Gott, ja, der Traum aller Frauen in einem gewissen Alter meiner Mutter. Nach Dirty Dancing, was erwartest du? Oh, Dirty Dancing. Und also, Sam, ich weiß nicht, was mit mir als Frau nicht stimmt. Scheiße. Ja, aber komm, genau, Ghost-Nachricht zu Sam. Ja, das war... Das stimmt. Das ist ein heftiger Film. Traurig, ne? Ja. Einfach, weil er ja auch der kommt ja nicht zurück, er bleibt ja tot. Wie hieß denn der Patrick Swayze, Keanu Reeves von Catherine Bigelow? Ja. Wie heißt der? Stürmische Zeit? Nee, Quatsch, wie hieß der? Ja. Surfer-Film, ne? Genau. Ja, ja. Der war richtig gut. Brandung, gefährliche Brandung. Leute, ja, genau. Ja, war richtig. Leute, Jungs, vergessen. Ja. Jungs, wenn ich jemals in meinem Leben doch mal bei Wer wird Millionär mitmache, könnt ihr dann alle zusammen mal in einem Raum hocken, dass ich euch gleich alle ins Telefonschuhe habe, wenn irgendeine Film- oder Serienfrage kommt. Yeah. Ja, sorry, das ist halt, ne? Doch, wieso so viel? Das ist Wahnsinn. Ich meine, früher. Ja, fragt mich so, von den Anime-Serien, die ich gesehen habe, kann ich auch noch total viel sagen, aber das ist der Wahnsinn. Die seid ja ein wandelndes Wikipedia, was Filme betrifft. Ja, das ist, wenn man sich halt für interessiert, ne? Ja, wenn man natürlich, halt nur, genau. Ich bleib ja auch im Kino sitzen, bis das Licht angeht, ne? Bis der ganze Vorspann durch ist. Ich auch, weil das mache ich auch, weil das weiß ich. Ne? Ja, aber Leute, wegen Interesse und wegen Wissen und so, ich habe heute in der Arbeit Kuchen ausgegeben auf meine erste Veröffentlichung und sagte, ich schreibe Belletristik. Ich habe studierte Kollegen, Ingenieure, die Belletristik googeln mussten, weil sie nicht wussten, was das ist. Ernsthaft? Ja, ich stand da mit meinem Blechkuchen, ich dachte, mir fällt es gleich aus der Hand. Belletristik? Ich kenne das unter Belletristik. Oder ist das wieder was anderes dann? John, ich glaube, du machst dich gerade unbeliebt. Ich kenne nur Belletristik. Jetzt mach mich doch nicht fertig. Was ist Belletristik? Ja genau, ich kenne Belletristik, aber Belletristik kenne ich jetzt gerade nicht. Ich frage als Belletristik. Unterhaltung. Belletristik. Nee, doch, hast recht, Belletristik. Aha, ich wusste doch, da ist doch was, also irgendwas, ne? Also, Moment aber. Ja, das spricht der Becher Sekt spricht da aus. ja, genau. Nur mal nachschütten, wenn so viel Luft dran ist, da kann man so am besten gegenhalten. Und die fand die zu Beginn, ja. Nee, der Beginn von Frakes lag bei den Waltons, okay. Ja, den habe ich tatsächlich. Okay, krass. Auch, das ist ganz interessant, wenn du mal... bei Fernsehserien auch aus den 70ern und 80er Jahren mal so ein bisschen aufpasst, was du da so für Leute siehst plötzlich. Oh ja. Unter anderem auch mal George Clooney ganz jung. Moment. Es gibt so einige Kandidaten dabei, ja. Wenn ich schon mal so... Jetzt ab. Oh, ja, wir Moment. Haben hier, guck dir das an. Ich muss hier in den Kopf runter machen. Genau, wir sind bei Serien in den 70ern und dementsprechend wird es voll hier. Stopp. Muss ich jetzt wieder raus oder was? Zuhören. Was meinst du, wie viel so Gastrollen, wirklich verschiedene Arten, die man so kennt, bei der Serie in den 70ern? The Love Boat. Love Boat. Ja, genau. Da musst du mal gucken, wie viele Leute da drin waren. Abartig. Dass du denkst so, bitte was? Der sieht so jung aus? Nee. Da gibt's ja, glaube ich, auf YouTube gibt's ja so eine Compilation, wo jemand das wirklich die ganzen Schauspieler da in diese Anfang-Melodie, beziehungsweise diese Anfang, diese Intro-Theme, du siehst die alle, du denkst so, Moment, der hat da gespielt? Nee. Ah, stimmt, das YouTube-Video, ich hab's auch gesehen. Ja, tatsächlich. Ja, ist Hammer, schon krass. Hammer. Ja, total. Echt Hammer, ey. Aber das sind so diese Must-Haves, da sind alle dabei gewesen. Ob es eben diese Fantasy Island war, glaube ich, auch noch ein Ding. Ja, Fantasy Island, genau. Ja, so ein Ding. Ja. Ne? Was da waren auch so viele. Ja, all solche Sachen. Total. Ja. Aber hey, irgendwo mussten sie ja anfangen. Ja. Ne? Ob das bei Mord ist ihr Hobby, Columbo oder was auch immer war, irgendwo ist irgendwann immer bekanntes durch. Ja, aber selbst bei... Die Schauspielerin ist jetzt gestorben. Ja, ganz frisch habe ich auch gehört. Ja. Aber selbst bei Doctor Who, ne, damals, die ganzen Schauspieler,
Die hast du nachher alle, oder die Hälfte, wenn nicht, wenn ich mich nicht täusche, waren die alle bei Game of Thrones. Zack. Bist du da? Ja. Wo du, Moment, den kenne ich doch. Ja, und wo war ja. Ich war bei Doctor Who. Und die Wandi hat mit angefangen. Aber Sascha Hehn hat da nun mal seine Karriere gestartet. Nicht nur Doctor Who, jetzt bei der neuen Netflix-Serie The Sandman sind einige, ne, Jenna Coleman und der ja, den, ja, 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 ja. Die Serie ist so geil. Andy Pons, Mann. Die Serie ist so geil, ey. Und Broadchurch, dieser Krimi, der mit David Tennant gedreht worden ist in 2 Staffeln, der lief sogar auf ZDF. Ja. Da sind auch haufenweise Leute und Schauspieler aus Doctor Who. Ja, das ist so geil. Aus Doctor Who. Ja, aber damals, als es angefangen hat, ist so, Moment, die kenne ich doch. Ja. Die kenne ich auch. Und die kenne ich auch. Moment, die haben doch Doctor Who. Um vielleicht die beiden nochmal mehr in die Runde reinzuholen. Erstmal nochmal offiziell Grüße in die Runde an den lieben Frank und an die Sally, dass ihr da seid. Hallo. Und Frage an euch, wer sind eure Lieblingsschauspieler? Erstmal guten Abend. Sind wir wieder bei dem Punkt wegen schauspielerischen Können oder weil wir sabbern, wenn wir sie sehen? Das ist euch überlassen, ihr könnt frei wählen. Also gut, dann Jason Momoa, Eric Banner, David Tennant. Oh, wo du Jason Momoa sagst. Oh, Jason Momoa. Vor ein paar Jahren, glaubst du mir, ich will dich jetzt so ein bisschen neidisch machen. Du sagst Jahren, jetzt nicht, dass du ihn getroffen hast. Natürlich. Der ist mir sogar entgegen, der hat mich beinahe umgehauen, weil der war ja vor ein paar Jahren, wenn ich mich nicht täusche, wir hatten Game of Thrones Panel hier in Bonn auf hier die MagicCon beziehungsweise RingCon und der war da. Und der hat mich beinahe, also der kam gerade aus dem Klo raus, ich will gerade rein, boom, ist so, so sorry, ist so, ja, no problem, ich lebe noch, ne? Und kam mir nachher irgendwie zum. Ey, das ist ein Riesentyp. Der kann saufen, irre. Hallo, dann ist er bei sie mir gleich an der richtigen Adresse. Moment, der kam morgen früh, der hatte so am Sonntag um 9 Uhr sein Panel. Da kam er raus, ja, hier, direkt eine Hefeweizen in der Hand. Ey, guten Morgen, Deutschland, bestes Bier, blab, weg. Das ist auch so ein alter Mann. Nadi hätten auch getroffen. Ich stehe auf deutsches Bier. Nadi hätten auch getroffen, ja. Genau. Hast du noch Eis? Ja, warum? Er steckt dran. Oh, okay, bevor ihr beide euch jetzt hier zu sehr kappelt, die Frage bleibt noch offen an den lieben Frank und an die liebe Sally. Sorry, ja. Wie sieht's aus? Wer sind eure Lieblingsschauspieler bzw. Lieblingsschauspielerinnen oder Lieblingsschauspieleressen? Also spontan fällt mir Maggie Smith ein, die mag ich sehr, sehr gerne. Jawohl, sehr cool, ja. Wen habe ich denn noch immer so gerne? Maggie Smith, unter anderem überlegen. Bekannt, sicherlich auch aus den Harry Potter Filmen. Als, wie heißt sie? McGonagall, genau. Downton Abbey hat sie auch eine sehr prominente Rolle. Und ansonsten, die ist bei so vielen Sachen dabei. Die hat selbst bei Sister Act hat sie mitgespielt. Da hat sie die Mutter Oberin gespielt, da glaube ich. Ja. Total cool. Deswegen ich mag sie wirklich. So herrlich. Ja. Ansonsten. Dame Maggie Smith. Okay, so viel Zeit muss sein. Ottifanti, du hast vollkommen recht. Dame. Mhm. Dame? Dame, nicht Dame. Das ist ein komisches. Das ist der weibliche Pendant zu Sir. Dame. Oh, Dame. Okay. Alles klar, wusste ich nicht. Dann ich Dame. Weiß mal, das Englische ist eher wie John. Kann ich bitte einen Applaus kriegen? Den kriegst du auch. Finn hat was dazugelernt. Ladies and Gentlemen, Applaus für Finn. Als Schauspieler bin ich. Jawohl. Von Dusty Dawn und George Clooney sensationell. Ja, genau. Ich hatte ihn vorhin auf der Liste. Fand ich und dann richtig, ne? Gut. Ja, ja, den hatten wir vorhin auch schon einmal gehabt. Um schauspielerischen, genau. Talent, auch wenn man es nicht, weiß ich, wie geteilter Meinung sein kann, ist Leonardo DiCaprio. Ich weiß noch, wie ich den gesehen habe. Bei My Private Idaho.
ey, da hat er diesen behinderten Jungen gespielt und ich habe gedacht... Mit Johnny Depp, ne? Ja, ich habe gedacht, wirklich, ey, wie haben sie diesen Behinderten denn dazu hinbekommen, dass er das so spielt? Also der war wirklich geistig ganz stark retardiert von wirklich den Bewegungen. Ich hätte wirklich Stein und Bein darauf geschworen, dass der wirklich geistig retardiert ist. Und dann habe ich erst später mitbekommen, dass das Leonardo DiCaprio war. Und das hat er irre. Ich habe gehört, der hat tatsächlich eine ganz lange Zeit in einer Einrichtung verbracht, um eben das zu erlernen. Also um das zu verstehen. Weißt du, wie ich das meine? Ja, klar, klar. Mit den Menschen gearbeitet und das erst daraufhin begriffen. Ja. So ähnlich wie Daniel. Intelligenter Mensch, ja. Ja, so ähnlich wie Daniel Day-Lewis, hat ja auch mein linker Fuß. Jawohl, nice. Das ist, also, das sind schon schauspielerische, also wie gesagt, wir machen ja bei Pen und Paper ja auch unsere schauspielerische Darbietung und dann sieht man immer, ja, klappt gut. Also daran sieht man, wie schwer das ist, in solche Rollen zu schlüpfen, die wirklich auch nicht, wo man nicht das Gefühl hat, das hat irgendwas mit dem Charakter zu tun, sondern wirklich in Rollen schlüpfen, die wirklich so auch dann gespielt sind. Ich meine, ich weiß nicht, wenn jemand, die auch hier, obwohl ich die nicht sehr mag, Christian Ulm, wenn der in diesen Rollen, mein neuer Freund, wie er da reingeschlüpft ist in diese Rollen, wenn das ein Freund von mir wäre, würde ich sagen, ich kann nicht dein Freund sein, weil ich nicht weiß, wer du bist. Du spielst hier irgendeine Scheiße und ich weiß nicht, bist du das wirklich oder bist du jetzt wer anders? Manche haben da wirklich ein unglaubliches Talent. Davon bekomme ich sogar fast ein bisschen Horror. Ne? Also, weil ich gar nicht wissen würde, ja, wie ist der jetzt? Ja. Aber wo wir gerade dabei sind, wo du sagst, ne, von wegen ne, Schauspieler, die die Rolle so gut spielen, dass du halt nicht weißt, ist es jetzt der Charakter oder nicht. Da muss ich ja immer an meinen Lieblings-Hass-Charakter aus Game of Thrones denken. Ich weiß jetzt nicht, wie der Schauspieler heißt. Ja, der? Nee, der, ja, genau. Der den Bolton gespielt hat. Oh, ich finde den cool. Ja. Ich habe diesen Charakter so unglaublich gehasst. Ja. Und das musst du als Schauspieler erstmal hinkriegen. Also insgesamt, ne? Dass du wirklich diesen Ramsey Charakter siehst und verabscheust hoch drei. Deswegen, ich weiß nicht, wie der Schauspieler als Person an sich ist, aber er hat das so unglaublich gut gemacht, dass ich immer, jedes Mal, wenn ich den sehe, denke, ich hasse dich und ich liebe dich, aber ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge. Ich weiß nicht, wie er gespielt hat. Gleichzeitig. Ich hasse dich, aber ich liebe dich. Der den Ramsey gespielt hat, bei den Boltons? Genau, Ramsey Bolton, genau. Ja, okay, alles klar. Den hatten wir auch auf der Comic-Con. Super netter Typ. Absolut. Super, ja. Wie gesagt, ich habe ihn noch nicht getroffen, nur wie gesagt, jedes Mal in der Serie, ich habe ihn so gehasst. Aber es ist halt der Charakter, den ich so hasse und das hat er so unglaublich gut gemacht. Ja. Und aber Joffrey war auch gut zu hassen, oder? Den habe ich am Anfang, den habe ich am Anfang gehasst und dann kam Ramsey. Ja. Also den Semi alles schon auf der Comic-Con hatte. Ja, Joffrey habe ich auch, glaube ich, zusammengenommen. Ja. Und der Joffrey-Darsteller ist auch total lieber gewesen. Ja. Ja. Den Ramsey, der hat auch bei The Misfits hat er mitgespielt. Kennt ihr The Misfits? Nein. Und eine Serie. Ja, da hat er mitgespielt, der Schauspieler von Ramsey. Bitte? Das ist aber auch noch aus den 90ern, oder? Ja. Ja, ich kann mich dunkel dran erinnern. Ja, da hat er auch mitgespielt. Okay. Und wo wir gerade noch dabei sind, wer mir jetzt gerade, ich kam die ganze Zeit nicht drauf, wer mir in meiner sehr kurzen Auflistung noch gefehlt hat, von wegen Schauspieler anders als der Charakter, den man spielt. John kennt sie, Marina Sirtis. Okay. Die hat mich so überrascht damals, weil sie ja so, wie sie zum Beispiel auf der Bühne ist, komplett anders ist als zum Beispiel Diana Troy. Und das hat mich so überrascht, das fand ich so sympathisch, so cool, auch weil sie eben von der Leber weg einfach drauf los spricht und kein Blatt vorm Mund nimmt. Ja, die haut rein. Unglaublich cool drauf, die Frau. Also
Wenn wir Hammer. Uns an die Szene in First Contact erinnern, wo Deanna was getrunken hat, yep. Da hat die Marina dann erklärt, wenn Deanna was trinkt, wird sie nicht betrunken, das ist ein Fehler im Skript. Wenn sie was trinkt, dann wird sie zu Marina. Marina. So, dann wird sie zu Marina. Das war auch ein Ding. Ja. Aber die stimmt schon, die hat wirklich Pfeffer im Arsch und die hat den Saal auch total im Griff. Also sobald die auf der Bühne ist, ist Programm angesagt. Hat eine Präsenz. Definitiv, ja. Definitiv. Ja. Ja. Bevor es untergeht, Nomin Cano hat noch unter anderem geschrieben, Johnny Depp als Schauspieler. Muss ich sagen, finde ich auch wirklich sehr, sehr gut. Und darf man nicht festnageln tatsächlich nur an Jack Sparrow und so weiter und so fort, weil der hat ja alles Mögliche gespielt und eben auch diese ganzen schillernden Charaktere, als wenn er sich da ganz bewusst ausgibt. Noch eine Normale, das stimmt. Ja, so, dann kommt die Frage bzw. ein Rätsel, ohne auf Google oder Co. zu gucken. Mhm. Wo war seine erste Rolle? Mal gucken, wer es weiß. Ich weiß es. Seine erste Rolle. Ich weiß es. Ich sag's aber nicht. Lass den anderen in den Vortrag. Berühmt ist er mit Edward mit den Scherenhänden geworden. Ja, aber war schon vorher. Seine erste Rolle. Ein bisschen vorher, aber egal. Dann dieses mit dem Leonardo DiCaprio? Nein. Okay. Dann bin ich raus. Ich kann mir ahnen, worauf sie mir hinaus will. Yep. Aber war das seine erste Rolle? Oder war das? Erste überhaupt Rolle. Daniel, grüße dich. Ach, Hauptrolle. Endboss-Werbung, als er ein Baby war. Pff. Ich dachte, du meinst jetzt als ja. Der wurde ja gefeed, also sagen wir mal so, der wird gefeed, also es gibt ja immer Star, also in der Auflösung gibt es ja immer Starring so und so und Presenting oder Introducing, dann wäre das der neue Schauspieler. Bei seinen ersten Filmen. Also ich weiß, er war ja nicht nur in Filmen unterwegs, sondern auch in Serien. Ja. Ja, aber ich rede nicht von Serien. Und das war schon vor der Serie. Ich dachte, du meinst jetzt die Serie. Ach so, ja. Serie war doch auch irgendwie bei diesen komischen... Ich weiß, was Serie meint. Da war er doch, glaube ich, auch mit dabei, ne? Wir können es ja sagen. Ja, aber 21 Jump Street meint er nicht. Nein, davon rede ich nicht. Das hätte ich jetzt angenommen. Und dann hätte ich jetzt Edward gesagt, ja. Nein, nicht Edward. Nee? Aber der hat auch Scherenhänden. Yep. Ich habe es gerade gegoogelt, ich sage aber nichts. Okay, ich habe es jetzt nicht gegoogelt, ich wusste, also, ja. Ich wäre nicht drauf gekommen. Ich habe Nightmare on Elm Street, stimmt. Nightmare on Elm Street, stimmt. Da wurde es weil ihr jetzt Scherenhänden erzählt habt, mir ist ein Wolverine eingefallen und dann fiel mir die Szene bei Transformers ein, wo die zwei da in dem Raum sind und der Junge sagt, oh, das war wo hier, was weiß ich, Wolverine und nee, der Ältere sagt, das war Freddy Krueger und er sagt der Junge, nee, das sind drei Krallen, das war eher Wolverine, das war so ein schönes Generationsding da drinne. Nee, der hat aber auf jeden Fall eine ganze Menge gemacht. Sehr, sehr vielseitig. Und also mir gefällt es. Und er ist eben auch als Persönlichkeit. Ich sage auch nicht umsonst, es ist irgendwie so Last Living Rockstar, so wie er unterwegs ist. Natürlich eckt er da so ein bisschen mit an. Und sicherlich hat er auch seine Probleme, beziehungsweise niemand ist perfekt. Ist klar. Aber jetzt hier mit der Amber Heard, die ganze Geschichte, die da jetzt durch die Prozessgeschichte, da durch die Medien gegangen ist und so weiter und so fort. Ich fand, in der Summe hat er daraus für mich nur mehr Sympathiepunkte bekommen, als dass er verloren hätte. Weil wir sind alle Menschen, wir haben alle Fehler, natürlich. Ne? Aber wenn man sich diesen ganzen Prozess, und ich habe tatsächlich am Anfang, ich habe mir diese Prozessübertragung tatsächlich angeguckt, weil ich neugierig war, weil ich das einfach wissen wollte. Und ja, aber die Zusammenschnitte, die dabei herausgekommen sind, die sind richtig genial. Die Gestik, die Mimik, alles, was so da reinkam. Ne? Ah, so. Ja, ist so, wie es ist. Ja, alles gut. Ansonsten, was haben wir denn noch? Geek hat noch geschrieben, Whoopi Goldberg zum Beispiel. Auch so ein Kandidatin. Yep. Ohne Frage, definitiv cool. Ganz viele verschiedene Rollen dabei, eben auch Sister Act, ne? Aber das war ja schon später. Die hätte ja bedeutend früher mit angefangen. Einer ihrer Filme, den ich so richtig gefeiert habe, das war damals noch Jumping Jack Flash.
Musik irgendwie. Ja, ja. Alles gut. Ach, was war denn das? So ein Geheimagenten irgendwie aus Apache helfen musste oder sowas? Kann das sein? Ja, ja, sie, ja, genau. Genau, so war das. Die saß dann irgend so ein, ja, wo die Computer noch aufkamen. Ja, ja, genau. Sie war irgendwie so tippst an so einen Computer und, ne? Bankangestellte. Dann hatte sie eine Nachricht gekriegt von Geheimagenten. Richtig, irgendwie sowas war das. Und wenn ich an Bob Goldberg denke, dann denke ich immer daran, dass sie im Arm schreien ist. Ne? Ja, wen gibt's noch? Das ist ja auch cool, den Kampf der Kobolde, da hat sie die große Match gemacht. Chemie Chase gut. Wen findest du gut? Chevy Chase, Dan Aykroyd, das sind echt, also, die sind auch super. Ja, natürlich. Und die fand die Chevy Chase Flash habe ich 20 Mal im ICE gesehen. Echt? Krass. Okay. Aber es ist ein ganz cooler Film. Gucke ich auch unheimlich gerne. Bei mir weibliche Schauspieler wäre. Ja. Wie heißt sie nochmal? Cameron Diaz. Mhm. Mag ich gerne. Ja. Ansonsten, wen gibt's denn noch? Schauspielerin noch? Sigourney Weaver. Ja, sowieso. Da brauchen wir uns nicht drüber zu streiten. Aber da war noch irgendjemand. Glenn Close. Ja, aber noch besser, wie heißt sie? Meryl Streep? Oh ja. Ja, Meryl Streep, genau. Super. Ach, da gibt's so einige. Das ist echt... Jennifer Lawrence. Hm. Schauspieler finde ich toll, doch. Jennifer Connelly. Das war meine Jugend-Crush, den ich hatte. Boah, ich war so verliebt in diese Frau. Ja. Für mich war es Julia Nixon Soul. Bekannt aus Rambo 2 mit deutschem Akzent. Eine Vietnamesin, die mit Paris, also mit französischem Akzent gesprochen hat, fand ich so. Ja, ist das die den Rambo auch begleitet, ne? Oh, wow, ja. Und dann du bist nicht entbehrlich. Oh. Ja, ja, und dann keine 5 Minuten später war sie weg. Ja, das ist dann das Traurige. Aber ich fand... Ja. Wusstest du denn, dass Rambo 2 von James Cameron geschrieben worden ist? Nee. Okay. Ja, da habe ich auch gestaunt. So, bitte, was? Und die Musik, die dir gemacht worden ist, der hat ja auch Star Trek gemacht. Das ist auch irgendwie so eine Kombi, wo ich denke, what? Ja, ja, das war, wie hieß der nochmal? Ich vergesse, Jerry Goldsmith. Apropos ja. Cameron, John, hast du erzählt, dass du zum ersten Mal jetzt Avatar in 3D gesehen hast? Wir haben wir haben vorhin drüber gesprochen tatsächlich. Ja, ja, ja. Ich habe die Nase gerieben nach dem Motto, ich fand die Story toll. Ja, ich finde die Story toll, ja. Ich finde die immer noch gut. Ja, ja, okay, wir haben noch eine Frage. Findbar ist zu lasch. Ja? Weil eben zu profane 0815 Standards. Ja, aber guck doch genau rein. Also dieser Satz, den fand ich total schön. Die Energie ist nur geliehen und am Ende gibt man sie zurück. Finde ich ein wunderschöner Satz. Denn wir hatten eine Umfrage gehabt. Ja. Ohne meinen Anwalt sage ich nichts. Schon verklagt. Was mir fällt noch ein toller Schauspieler ein. Ja. Das ist komisch. Anthony Hopkins. Ja, jawohl. Das war das goldene Ticket. Sally hat es jetzt rausgehauen. Ja. Ihr könnt jetzt nichts Besseres mehr bringen. Das stimmt. Das stimmt. Der fiel mir jetzt gerade noch ein, weil ich bei Geek gerade was von Creepy gelesen habe. Oder denke ich, Creepy Moment. Anthony Hopkins, definitiv. Da war doch noch wer. Den mochte ich als Hannibal, klar. Das ist halt so der Standard. Aber wo ich den auch noch mochte, war, wie hieß der Film? Mit Brad Pitt oder Brad Pitt hier. Brad von der Bude. Der spielt den Tod. Beziehungsweise nicht Interview. Rendezvous mit Rendezvous mit dem, ja, ja, genau. Ja. Der ist super. Joe Black. Joe Black. Und den mag ich auch in Westworld. In der ersten. Da macht doch auch Kirsten Dunst mit, ne, als junges Mädchen. Meinst du jetzt hier Rendezvous mit Joe Black? Ja, oder verwechsel ich das jetzt mit dem Vampirfilm?
Das könnte sein, ja. Ja, der Vampirfilm, den du meinst, das Interview mit einem Vampir. Ein Vampir, genau. Ja, genau. Und dann macht Kirsten dann bei einem von den beiden macht Kirsten dann Sitzung. Beim Interview mit einem Vampir ist Kirsten dann dabei, genau. Okay, es ja. ist halt Brad Pitt, da bin ich nicht so. Den mag ich auch nicht so. Da kommt und die fanden wir jetzt auch noch in die Runde geworfen. Klaus Kinski. Ah, oh, ja. Der Bekloppte. Ja, den finde ich, der spielt sich eigentlich nur selber. Der ist bekloppt und der spielt sich, ich habe den noch nie in einer Rolle gesehen, wo er wirklich sich gewandelt hat. Der spielt einen Bekloppten und der ist bekloppt. Mein Schwiegervater sieht so aus wie der. Das tut mir leid. So ein bisschen. Ich darf es ja sagen, weil ich sehe ja ein bisschen aus wie Doc Brown. Okay. Morgen. Das will ich erst gesehen haben, dann glaube ich es auch. Also, zumindest sagt John das immer. Mein Stiefvater sagt immer, ich würde aussehen wie Angelina Jolie und ich kann Angelina Jolie auf dem Tod nicht ausstehen. Ja, und ich sehe nicht aus wie Angelina Jolie. Also, die ist schlimmer, also ein zweiter Mensch, der Tom Cruise-Fan ist, sehe ich gerade. Daniel! Mega Stuntman. Hallo Daniel. Genau. Tom, ich bin froh, dass du sagen, dass du so aussiehst wie Engineer Jolie, als besser als wenn du sagst, du siehst aus wie Inge Meisel oder so. Weiß ich nicht. Also ich, da würde ich als Frau mich doch mehr geehrt fühlen, aussehen wie Angelina Jolie. Nee, ehrlich. Wenn du so, wenn du diese. Ach nee. Lieber wie Inge Meisel? Gut, okay. Ich muss Inge Meisel jetzt erst googeln, weil das ist, glaube ich, auch wieder außerhalb meiner Altersklasse. Ja. Ottifanti hat was angesprochen. Oh, das habe ich vollkommen vergessen. Jürgen Prochnow, jawohl. Der ist gut. Ja. Aber darf ich? Der hat auch, glaube ich, Judge Dredd in den 90er mit Stallone mitgespielt. Mhm. Ja, wunderbar. Sean Connery, ja. Connery hatten wir noch nicht, aber definitiv gehört er auch in die Liga, ja. Aber darf ich mal ganz kurz in die Runde fragen? Die Männer haben ja in ihren Rollen, zum Beispiel Schau dir DiCaprio, oft die Möglichkeit gehabt, in andere Rollen wirklich zu schlüpfen. Also wirklich mal weg aus ihrem eigenen Charakter. Bei Frauen ist allgemein, kann ich mir jetzt wenig Rollen ein, wo sie sagen, ich kann sie mal wirklich mal ihr Schauspiel, oft werden die in gewisse Rollen gepresst. Hab ich so das Gefühl. Oder ich muss einfach mal hypothetisch rein. Ja, aber das ist halt immer so eine Sache bei Schauspielern, beziehungsweise wenn Regisseure oder Studio. Die werden da so ein bisschen reingepresst. Klar, das ist halt auch immer eine Vision von einem Regisseur. Also da gebe ich ein gutes Beispiel dafür. Nur so der Vergleich. Kennt ihr, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, Mickey Rourke, kennt jeder, oder? Oder die meisten. Ja. Mit den 9,5 Wochen, so. Der hat da gemacht und dann irgendwann ist er total abgesagt. Von dem hat man jahrelang nichts mehr gehört. Dann kommt ein Regisseur, der will hier diesen Film The Wrestler rausbringen. Und der sagt hier, ich habe das Interview irgendwie so ein bisschen halbwegs mitbekommen, da sagt der Regisseur, hör mal, wenn du das machst, was ich dir jetzt sage, komplett von vorne bis hinten, da wirst du reingepresst auch in diese Rolle, ne, glaubst du mir, dann kriegst du wieder deine halbwegs Berühmtheit. Der Film war der Knaller. Wie er da geschauspielert hat, hast du gedacht so, was, das ist Mickey Rourke? Der war ja in den 80er, hatte hier diese 9,5 Wochen, war auch super, war alles okay, aber jetzt sowas hinzuknallen, wo hast du das her, bitte? Und das ist meistens auch viel Regisseurarbeit, beziehungsweise überhaupt diese Idee, die dahinter steckt. Und ich finde das nicht jetzt wirklich reingepresst. Ja, schon ein bisschen reingepresst, aber dann ist auch eine Vision von einem Regisseur. Der möchte das so und so haben. Dann sagt er hier, ja, mach das so und so und so. Das ist so die Kombi, finde ich immer. Ne? Ich meine, gut, manche haben Talent, guten Schauspieler zu sein. Für die ist das so leicht, das zu machen. Und andere werden dann halt da reingepresst. Was ich nicht so schlimm finde, aber naja. Mhm. Ne, das wäre so mein Kommentar jetzt dazu. Schön fand ich gerade, wie John geguckt hat, die gar nicht das in die Hypothese rein. Dein Gesicht sah gut aus, John. habe ich schon häufiger gehört. Sally, das willst du dir heute Abend echt noch antun? Nee, ich gehe jetzt auch. Ich warte auf den richtigen Augenblick. Ja. Bitte schön. Brauchst du einen Fallschirm? Dank der heutigen Technik ist es eben möglich, genau.
Das Niveau ist schon so weit unten, da muss ich dir eine Leiter haben. Was soll das heißen, das Niveau? Das ist doch, wir haben uns heute bisher ganz gut genommen, oder doch nicht? Warum? Um was ging's denn? Habe ich irgendwas verpasst? Ja, ich sag mal so, zu Weihnachten gibt's ein paar Geschenke vielleicht. Es geht schon. Es ist ausbaufähig, dein Verhalten. Ja, guck mal, Alex klemme ich mir unter den Arm, der muss morgen auch wieder früh raus. Aje. Ich muss morgen auch früh raus. Darf ich das bitte mal sehen, wie sich Sally Alex unter den Arm klemmt? Komm ich mit. Auf jeden Fall schön, dass ihr heute jedenfalls dabei gewesen seid. Ich finde es toll, dass ich hier so langsam immer weiter nach unten rücken musste, damit ich hier nicht gegen die Einblendung hier über mir stoßen muss. Ja, der John wird immer kleiner, ne? Ja, ja, ich wurde mit der Zeit ja immer kleiner. Ich habe schon ein bisschen korrigiert, damit Danny, wir haben bleibt. Fallschirm. Nicht nur das Niveau sinkt. Ja, gucke ja, mal, genau. John, dann sorge ich dafür, dass deine Rückenprobleme nicht überhand nehmen und du wieder ein bisschen nach oben rutschen kannst. Ich mache im Bedarfsfall, ich habe ja hier einen ganz wunderbaren Bürostuhl. Ich könnte ja an dem Hebel ziehen und dann würde ich ja automatisch nach unten rücken. Das Problem ist nur, ich würde dann denselben Zug aber nicht wieder hochkommen. Mirko, ich nehme mir noch ein Bier mit. Ja. Brauchst du nachher das Kinn auf der Tischplatte oder so? Sowieso. Im Altersheim haben sie auch schon durchgezählt. Ich sage auch gute Nacht. Alles klar. Okidoki, dann vielen lieben Dank, dass ihr reingeschaut habt. Ne? Gute Nacht, ihr Lieben. Gute Nacht. Haut rein, schlaf gut, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Hallo und tschüss. Ciao, ciao. Hallo, tschüss, Vampiri. Tut mir leid. Vampiri, jetzt wo du da bist, willst du nicht in den Voice? Wir brauchen hier jetzt noch eine Frau, weil ich traue mich nicht, die Männer allein zu lassen, die eskalieren sonst. Was? Als hallo, wir sind artig hier. Ja, Simi, du bist artig, aber wenn du erstmal einen deiner Lachflashs kriegst, dann ist hier nichts mehr zu gebrauchen. Da musst du mich erstmal dazu bringen. Ja, John ist ja sonst eigentlich immer so mit einem steifen Lach, aber heute. Ist er nicht so auf der Höhe? Weil ich habe mich extra für euch ein bisschen zurückgenommen. Extra. Das ist dann kommt Männer seid brav und anständig, sagt Alex. Immer doch. Immer. Nie anders. Wir können nichts Böses mal machen. Wir können auch nichts. Wir sind. Ja, nichts Böses. Siehst du den heiligen Schein über den Kopf? Also bitte, ja. Semi, wie viel hast du schon getrunken, dass du Lichter über dir siehst? Siehst du mal. Ach ja, herrlich. Ich liebe solche Runden. Ich liebe solche Talks. Das macht so einen Spaß. Deswegen machen wir das ja ab und zu mal eben. Ne? Das hat sich ja heute so schön angeboten, dass ich gesagt habe, ach komm, lasst uns doch heute einfach mal wieder zur Abwechslung einen Talk machen. Ist doch auch mal wieder was Feines. Aber du bringst mich auf eine Idee. Ich hole mir jetzt wirklich einen Whisky. Oh, Alex hat mich besonders im Blick. Ich wollte gerade sagen, Alex hat dir was geschrieben. Wie? Ja. Darf ich mich da besonders drauf freuen? Alex ist mein Bruder und achtet ganz genau auf dich. Na, das beruhigt mich doch. Freut mich, wenn man auf mich aufpasst. Nur mein Kano muss auch ins Bett. Oh, ich ja eigentlich auch. Ja, aber wir haben es ja auch ganz wunderbar geschafft. Ich meine, ne, es ist ja dafür, dass wir gesagt haben, wir machen heute offenes Thema, beziehungsweise wir gucken mal, in welche Richtung das heute sich alles so entwickelt. Und wo sind wir gelandet? Beim Essen, beim Trinken, beim Filmen. Trinken beim Trinken waren wir jetzt nicht lang genug. Ja, aber das ist jetzt gleich da. Ich habe ja Whisky geholt. Und das ist schon, wollte ich gerade sagen. Meine Antwort auf das mit der Zitrone hast du nicht mitgekriegt, oder? Auf die Zitrone? Nee, das habe ich gerade nicht mitgekriegt. Das war vorhin gewesen, ne? Genau, du hattest ja die Leute im Chat gefragt, was ihre Lieblingseissorte ist. Ja. Und dann habe ich gesagt, du sollst bei mir raten. Hab und ich du gesagt. Du sagtest ja, du nimmst... Ach doch, und du hast dann darauf was geschrieben. Ja, genau, ich weiß nicht mehr, wie die Sorte es war. Sagtest du nimmst an, dass es bei mir Zitrone ist, weil ich ja immer mal so angesäuert bin. Ja. Da habe ich geschrieben, ja, stimmt, Zitrone ist mein Lieblingseis, aber für die Begründung kriegst du eine Watschen auf der Comic-Con. Ja, ist schon auf der Liste. Guck mal, was Otifanti geschrieben hat. Holla, die Waldfee, so.
Och. Hatte ich eigentlich erwähnt, dass ich auch Autogrammkarten von Dolly Buster und Teresa Orlowski habe selbst geholt. Oh, okay. So. Wie hieß die andere, die da so Playmate-mäßig irgendwie eine Blonde in den... Ich weiß, wer du meinst. Wie heißt die? Ja, ich weiß. Nicht Pamela Anderson. Nein, ich weiß, wen du meinst. Deutsche zufällig? Die Frau von Stallone damals, ne? Ne, es gab eine Deutsche. Wie hieß sie nochmal? Die denn? Die hat doch auch im Dschungelcamp gemacht. Ich wüsste, wer es sofort weiß, weil ich wollte darüber hin, ich wollte darauf hinaus, dass mein Mann eine von der unterschriebene, also signierte Playboy-Ausgabe hat. wo wir schon beim Playboy sind. Jetzt wirst du ab 18. Ich habe auch. Ich habe von, das ist für dich, John, sehr wahrscheinlich. Ja. Und, hier, Claudia Christen. Claudia Christen kennst du. Ja. Ivanova. Von der habe ich, die ist ja mal auf Playboy. Aha. Und die hatte damals die Ausgaben wirklich auf der Convention auf dem Tisch. Und ich so, alles klar, ich kaufe eine, hat sie mir das unterschrieben. Das ist das einzige Playboy, das ich je habe. Brigitte Nielsen, das war die, die ich noch... Ja. Brigitte, ja, habe ich doch gesagt, hat keiner gehört oder so. Ah, okay, dann ist das untergegangen. Michaela Schaffner. Sind schon immer schnell raus, schreibt Alex. Gina Wild, genau, Gina Wild. Gina Wild, genau, die ist es. Ja, die war aber nicht Playmate, die war ja auch gut Pornodarstellerin, also die war schon, ne? So. Na und? Ja, alles gut. Solange die Leute das freiwillig machen, können die das gerne tun. Ja, passt schon. Ich meine, die Leute, die sich gewundert haben, warum hier Stroh liegt, haben das auch freiwillig gemacht. Das ist so ein Running Gag. Das ist einfach irgendwie, das hat schon Kultstatus, oder? Das hat einfach schon, oh mein Gott, ich hätte Faye noch was sagen müssen. Warnen müssen, dass es ab 21 oder was? FSK 21 oder wie? Gibt's das? Keine Ahnung. Bei uns hier in Deutschland ist doch einfach ab 18 dann alles erlaubt, oder? Ab da ist freiwillig, ja. Ja, aber bei gewissen Sachen würde ich das schon ab 21 sogar machen. Das nutzt dann eh nichts mehr. Ich meine, guck dir doch mal hier alles an. Ja, das stimmt auch wieder. Ach, übrigens, eine Info. Ich trinke einen Whisky, was diesmal nicht schottisch ist. Es ist tatsächlich amerikanisch, also ein Bourbon. Schäm dich. Raus. Ja. Und das war Semir, liebe Leute. So Kick, so he's been banned. Dann die Frage, amerikanischer, das ist doch der, den man dann wiederum mit Eis trinkt, ne? Nein, nicht unbedingt. War es nicht? Aber ich dachte, die amerikanische... Nein, aber man schreibt sie mit EY. Das habe ich inzwischen schon gelernt. Einmal EY und das ist ein Bourbon, den kannst du auch wirklich, das war ich sag jetzt mal, ein Blended. Aber würde ich nicht mit irgendwie vermischen, weil, also, könntest, aber der ist so dann, lecker, den brauche ich gar nicht zum Vermischen. Okay, dann zwei Fragen, die sich da jetzt in dem Moment auftun. Erstens einmal, weil du es gesagt hast, jetzt einfach mal so für diejenigen, die es vielleicht interessiert, keine Ahnung, einschließlich mir, was ist ein Blended? Und zweitens, wann trinkt man den Whisky mit Eis und wann ohne? Ist das eine Geschmackssache, individuell, jedenfalls sich, oder gibt es da gewisse Regeln? Nein, das ist eigentlich so eine ungeschriebene Regel, keine Ahnung. Also, das ist so ein bisschen Geschmackssache. Die Amis trinken meistens, glaube ich, mit Eis. Irgendwie, das ist so das Whisky on the Rocks, heißt es. Ne? Das kommt auf die Sorte an. Mit Blended meine ich ja, das sind einmal der... Was war das nochmal? Der Malz. Also, das ist kein Single Malt so gesehen, deswegen heißt es mehr Blended. Und der ist aus drei verschiedenen Whiskys zusammen gemacht. Deswegen heißt es Blended. Blended ist eine Mischung aus mehreren Whiskys. Yep. Und Single Malt ist einmal gebrannt, oder? Oder einmal im Fass gelagert. Aber, genau. Aber du kannst auch aus drei verschiedenen Whiskys die zusammentun. Es gibt ja halt so Leute, haben eine Expertise damit, dass sie halt sagen, okay, wir probieren das, nehmen das, okay, das schmeckt jetzt, wunderbar. Alex, das ist eine begründete Frage. Whisky mit Eis? Weiß ich nicht. Also ja, ist trinken auch teilweise mit Eis. Deswegen frage ich ja extra, wann trinkt man mit Eis und wann ohne? Die Amis auf keinen Fall schottisch. Ja, aber auf keinen Fall schottisch. Mach das nicht mit schottischen Single Malt. Ja, die bringen dich um. Ja, deswegen will ich ja wissen, wie sind die Spielregeln? Ne?
Sieh mir, es gibt, das haben wir in Japan gesehen, extra Gläser, das ist geil. Ich versuche das zu erklären, ohne dass ihr mich seht, es ist wirklich schwierig. Da haben sie, das ist doppelt ausgehöhlt. Und okay. Zwar hast du halt da, wo du die Flüssigkeit reinfüllst und dann hast du es nochmal ausgehöhlt, wo du das Eis reintust, damit die Flüssigkeit zwar gekühlt, aber nicht verdünnt wird. Und das haben wir in Japan gesehen, mit den Sake wird das gemacht. Es gibt ja Sake, den du heiß und es gibt Sake, den du kalt trinkst. Das war genial. Das müssen die für Whisky eigentlich auch machen, weil es gibt ja bestimmt auch welchen, der ein bisschen gekühlt sein muss. Ja. Und guck mal, die meisten schreiben, also Whisky, wie gesagt, Whisky ist geblendet. Ja. Whisky ist tatsächlich, also es gibt ja dieses mit EY, das ist die amerikanische Schreibweise und der richtige schottische Whisky wird mit einfach KY geschrieben. Das ist schon korrekt. Ja, gut, das ist was richtig, was nicht richtig ist, ist halt so ein Ding. Ne? Bei amerikanischer Whisky ist das so, dass halt der kann erst Whisky heißen nach 3 Jahren, das ist aber Standard überall. Und bei den Amerikanern muss es ja 51% Maisanteile haben, also Maisgehalt. Zack. Das sind die Rahmenbedingungen für einen richtigen Whisky. Ansonsten Bourbon, genau. Ein amerikanischer Whisky. Ich rede von, also Bourbon, sage ich jetzt mal. 3 Jahre braucht er und es muss mit Mais sein. Ja, die machen ja meistens, die machen viel aus Mais. Also bei uns ist es ja halt, ne, also in Schottland machen die das mit Malz, ne, mit, also hier, ne, und wir, die Amerikaner machen das mit Mais. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Ich weiß nicht, hier lieber Chat. Aber ich meine, das ist so. Aber hier Alex, wird das Schlimme ist, wir haben hier gar keinen Alkohol am Start. Ja. Mir ist der Einzige, der da irgendwie gerade in Griffreichweite ist. Ich habe hier nur was Klares. Ja, ich habe eine ganze Bar hier, aber okay. Ich habe meinen Becher Sekt schon ausgeschwitzt. Ausgeschwitzt? Ich habe dir doch vorhin gesagt, du sollst doch dein armes Sektglas von der Luft befreien. Na, ich habe Sekt beim Zubar ausgegeben, wird davor getrunken, also deswegen schon ausgeschwitzt. Siehst du mal, Miska schreibt, der Chat hat Schmuddelfilme, im Boys geht's langweilig um Alkohol. Super. Nee, leider nicht. Ist nur wir können normales auch, Wasser. Wir hier. Können gerne über Schmuddelfilme reden, ich aber. Ich wollte gerade sagen, schon, wie du willst nicht über Schmuddelfilme reden. Lass uns über Schmuddelfilme reden. Finn, da bist du wieder in deinem Element, ne? Je detailreicher, je besser. Also, es kommt drauf an, was ihr als Schmuddelfilme seht, ne? Viele fanden Feuchtgebiete schon schmuddelig. Ich auch. Das war echt widerlich. Habe ich nie gesehen. Och, da hast du auch nichts verpasst. Oh, ich habe in das Buch reingelesen. Ich da. Sehr detailreich, oder was? Ach, es. Nein, ehrlich. Ich breche mein Abendessen aus. Da sind Sachen drin, wo ich denke, Leute, nein. Die behauptet, dass jeder Mann auf das steht, was sie da beschreibt, wo ich dann denke, also wenn das so wäre, dann möchte ich bitte nie wieder irgendetwas, was mit Sex zu tun hat, weil. Tut mir leid, aber wirklich kurz abbrechen. Oh je. Naja, nee, brauche ich nicht, also muss ich nicht lesen. Nee, das war. Nee. Aber um nochmal darauf zurückzukommen, lieber Semir, ich habe es ja schon mal angekündigt, wir werden in nächster Zeit tatsächlich mit dem Tabletop-Simulator ein ganz wunderbares Spiel an den Start bringen, was, glaube ich, sehr, sehr gut dir gefallen wird. Und ein Schmuddelspielchen? Ein Schmuddelspielchen, genau, definitiv. Überall liegt Stroh mit allem, was dazugehört. Ne? Für Finn wird das bestimmt auch was Tolles werden. Also von daher kann man sich da schon mal ganz gut drauf freuen. Tja. Ja, erzähl so mal. Was, Daniel? Daniel hat irgendwas geschrieben, was der Nightbot nicht toll fand. Und blub, ab auf die Blacklist. Nee, das war Alex. Daniel, das kann man auch falsch verstehen. Also nur um das klarzustellen, Daniel will mit mir. Nee, das wird. Kommt jetzt auch komisch rüber. Daniel und ich sind im selben Hotel abgestiegen für die FBM und natürlich setzen wir uns da auch an die Bar und reden dann. Nicht nur Daniel und ich, auch andere.
Aha. Alex, lass mich nicht allein durch die Kaiserstraße laufen. Ah, die Frankfurter Buchmesse, ja? Ja. Miska, ich kann dir das nicht beantworten, ob es auch Stripoker beim TTS gibt. Habe ich bisher noch nicht nachgesucht. Es gibt auf jeden Fall Poker. Aber sag niemals nie. wir können alle Stripoker spielen, aber keine Kamera einschalten, die zieht aus. Okay, klappt doch. Stefan. Die ganze Zeit überall ist er ruhig, aber da ist er wieder dabei. Da ist er auf Sendung, ne? Ja, natürlich, klar. Total still auf einmal, Stefan sagt irgendwas so. Lebt er noch? Aha. Jetzt kriegt er. Wer kriegt das denn noch anfangen? Ich oder du? Kann mal jemand heißes Wasser holen? Ich glaube, hier ist gleich was soweit. Ja, hör auf. Bitte aufholen, ich kann nicht mehr. Das ist einfach zu gut. Ich hab schon was gekannt vom Sport, jetzt so vom Lachen drauf. Oh, geht's mir schlecht, echt schlecht. Das ist so geil, Stefan. Ich sehe vor allen Dingen Stefans Gesicht, wie er so die ganze Zeit irgendwas nebenbei noch macht, weil er lässt die anderen quatschen und dann kommt was und dann kommt halt nur so ein... Nur so aus der Deckung, aus dem Hinterhalt so ein bisschen durch. Genau. So, ich hab vergessen, mich zu muten. Stefan, also du lebst noch. Das ist ja schon mal etwas. Ja, super geil. Miska, ich soll dir in 3 Sätzen erklären, wie du einen Clip erstellst. Wenn du mit deinem Mauszeiger über Johns wunderhübsches Gesicht gehst, dann erscheinen so ein bisschen schräg unter ihm 4 Zeichen. Das 2. davon ist eine Filmklappe. Da klickst du drauf. Dann erscheint ein neues Fenster, in dem ungefähr 1,5 Minuten Clipmaterial der letzten 1,5 Minuten kommt und dann stiebst du unten den Regler her, wie du es brauchen kannst, dann auf ein, der muss einen Titel auswählen und dann auf veröffentlichen. John wollte mal Stuart werden. Ich? Was? Stuart? Was? Oh Mann. Oh mein Gott, ey, das ist echt geil. Alex, das ist eine saugute Idee. Oh mein Gott. Also, ich bin auf jeden Fall gespannt, was heute Abend im Nachhinein aus dieser ganzen, aus diesem Stream heute Abend, was da für schöne Clips bei rauskommt. Wie gesagt, wir sammeln ja Clips und spätestens dann im Dezember werden wir dann tatsächlich mal so eine richtig schöne Clip-Show-Session machen, wo wir dann schauen, ja, welches davon der beste dann ist und mal gucken, was wir uns da noch einfallen lassen werden. Aber vor Weihnachten. Alles, genau, das wird in der Vorweihnachtszeit dann gesammelt. Also bis dahin brauchen wir noch ein paar, also such gerne Sachen raus. Nennen wir das dann Deleted Scenes? Ja. Sie wurden ja nie gelöscht. Das ist ja alles live. Nee, hier wird ja nichts geschnitten. Und es bleibt für die Ewigkeit. Outtakes. Genau. Alex, so runtergebrochen. Naja, ich weiß nicht. Also ein paar andere Themen haben wir als Anstand noch dabei gehabt. Ja, wir hatten 5 Sekunden Star Trek und 5 Sekunden Star Wars, in denen ich dann ganz, ganz brav nichts gesagt habe am besten. Bevor ich mich wieder unbeliebt mache. Aber jetzt fällt mir eine Idee ein gerade. Was kommt du wieder? Er hat einen Whisky getrunken und auf einmal fällt ihm eine Idee ein. Unter dem Einfluss sind die besten Ideen immer entstanden. Na gut, ich habe was getrunken, aber... Ideen, die man beim Saufen hatte, sind am Morgen meist nicht so gut. Miska, du müsstest mir den Link schicken oder einen von den Mods. Obwohl, ich weiß nicht. Komm, die Idee lassen. Hau raus. Nee, komm, lass mal. Das könnte irgendwie total daneben sein. Jetzt traut sein er sich können. Nicht. Jetzt traut er. Musst du noch nee, so ein, nee, zwei Gläser, nee. Musst du noch warten. Wie tief unter die Gürtellinie geht er denn? Das könnte tief werden, ja. Ja, meine oder Johns? Das weiß ich nicht, ja, wie tief deins ist, wie tief Johns ist. Kann ich dir nicht sagen. Upsi. Okay, ich habe Bilder in meinem Kopf. Yep. Das war die Absicht dahinter.
Miska, oh, Miska hat einen Knipp in gestellt. Miska hat einen Knipp reingebracht. Ah, Finns ja. Flachflash, sehr schön. So gehört sich das, genau. Wir sammeln sie, danke dafür. Und dann schauen wir sehr mal, was gut. wir da am Ende hier der Zeit dann alles Schönes bei rausbekommen. Sehr gut, genau. Oh Gott, Lachflash. Mein Lachflash. Ey, es geht hier um Johns Kanal. Die Gürtellinie ist nicht immer gleich. Es kommt darauf an, wie groß der Mensch ist. Ja. Und da ja John nur 1,50 ist, ist seine halt tiefer. 1,50? Ja, der sitzt ja auch nicht, der genau, steht. Genau, mehr geht nicht. Genau. Mehr geht nicht, genau. Meine Füße sind unmittelbar hier unter der Kamera. Mehr habe ich da gar nicht, weißt du? Das ist so, ich glaube, wie Bernd das Brot in der Gegend rum. Ach, ja. Der ist größer als du. Aber dann meinst Stefan, du? Das war echt der Brüller gerade. Es gibt eine Statue für Bernd das Brot bei uns hier in der Nähe. Weil Kika ist ja bei uns ansässig in Thüringen. Ah, okay. Und Bernd ist auch hübscher. Nein, ungelogen. Das stimmt nicht. Ungelogen. Aber er hat eine coole nicht. Mentalität. Tatsächlich kenne ich auch Bernd das Brot hauptsächlich durch die Nachtschleife. Nicht durch die Serie für die Kinder, die es ja eigentlich gab, sondern eher von dem, was im Kika im Nachtprogramm in dieser Loop-Dings da ist. Ne? Ja, ab 21.30 Uhr, glaube ich, gell? Typisches Convention-Arm-Programm übrigens, wenn man aufs Hotelzimmer zurückkommt, absolut gar nichts mehr im Fernsehen läuft und man auch eigentlich zu müde ist, um noch irgendwas wirklich relevant zu gucken. Und dann guckst du dir diese RTL-Nachtschleife an. Das haben auch schon so manche Schauspieler gefunden, dieses Programm. Und dann total verstört am nächsten Tag davon berichtet. Von Bernd das Brot, genau. Wie hieß der nochmal hier? Der Captain Pike. Genau, der den Captain Pike da gespielt hat. Anson Mount. Anson Mount, richtig. Ja. Hey, ihr glaubt nicht, was ich gestern im... Was habt ihr für ein beklopptes Fernsehprogramm? Ich habe da was eingeschaltet und beschreibt das und das ganze Publikum fängt schon an zu lachen, weil die genau wissen, dass es Bernd das Brot ist, worum es gerade geht. Moment, da habe ich das vielleicht. Das war eine richtig schöne Geschichte. Ich kann mal überlegen, und das ist für einen Amerikaner ein Kulturschock, das sagt schon eine ganze Menge aus. Ne? Ja, natürlich. Ich meine, hallo, wir leben in Zeiten der Teletubbies und der Power Rangers, beziehungsweise die sind ja schon wieder Schnee von gestern, aber... Sagt nichts gegen die Power Rangers. Oh, mit denen konnte ich nie was anfangen. Die waren mir so wohl. Ich war früher, also wirklich so Kindergarten-Einschulungsalter, war ich so unheimlich Power Rangers-Fan. Ich habe sogar meiner Zuckertüte also Power Rangers gehabt. Behaupte du nochmal, dass der Film Avatar scheiße ist. Ne? Dass der eine hohle Story hat. Und jetzt hey, kommst du um die Ecke und behauptest, die Power Rangers sind toll. Da war ich 6, nicht 42. So, stopp. Jetzt schicke ich euch den Link zu dieser Anson Mount Bernd das Brot Geschichte. Ah, sehr schön. 2 Minuten geht sie. Kann ich leider nicht abspielen, aber ihr könnt es euch natürlich über den Link aufrufen und euch dann in aller Ruhe angucken. Da seht ihr das. Ich vermute mal, das ist die Szene tatsächlich, wo er das erzählt in dem Panel, oder was ist das? Aus der Convention, aus der war in der Beethoven-Saal und da war die Nessie dabei. Genau. Guckt es euch an, es lohnt sich auf jeden Fall und das sind so diese typischen Momente, die eben auf einer Convention passieren können, wo du denkst, hä? Wie jetzt? Kann doch nicht sein. Auf jeden Fall sehr schön. Der war total verstört, als er das so, hä? Glaub ich. Und dann haben die auf Star Trek gemacht und so. Der so, what? Ja, Mensch. Anson Mount ist echt cooler Typ, ey. Ja, es hat wirklich Spaß gemacht. War richtig gut. Spaß hat es mir aber auch heute Abend gemacht mit euch zusammen. War sehr, sehr cool. Und wie man sieht, wir haben auch die Zeit richtig schön gefüllt gekriegt, weil es fühlte sich jetzt für mich nicht an, dass wir jetzt hier schon wieder 2,5 Stunden am Start sind oder so. Also von daher, war richtig cool. Sehr kurzweilig. Sehr kurzweilig und wird definitiv fortgesetzt. In nicht allzu ferner Zukunft. Wollen wir mal gucken, wie wir das dann irgendwie wieder an den Start kriegen. Dass wir so ein bisschen dieses gemischte Programm haben. Mal spielen, mal talken, mal sehen, was wir da noch alles Feines, Schönes machen können oder so. Auf jeden Fall vielen lieben Dank zu euch nach Discord, dass das hier so richtig schön wieder geklappt hat. Dass ihr so zahlreich erschienen seid und auch hier so als Mods so ganz fleißig am Werkeln wart. Auch ihr, die im Chat unterwegs sind als Mods. Und war wieder toll. War richtig schön. Auch zu euch da draußen in den Chat. Vielen lieben Dank, dass ihr dabei gewesen seid. War ein richtig kurzweiliger Abend.
Ach, es lohnt sich einfach nur, das Gesicht zu sehen. Da mache ich mich auch zum Affen und sehe hier nur Rüstchen. Wir sehen uns ja in Stuttgart. Ja? Ach, bis dahin hast du das eh wieder vergessen schon. Das kann durchaus passieren. Das kann durchaus vorkommen. Hier, pass auf, ich sehe das schon kommen. Ich laufe an dir vorbei und du weißt gar nicht, wer ich bin. Du wirst, wenn ich dich sehe, wirst du es an meinem Verhalten erkennen. Wenn ich von vornherein aus Reflex so mache, dann weißt du, ich habe dich erkannt. Geil. Okay, ihr Lieben, es stellt sich jetzt mir nur noch eine Frage, und zwar, wo ich euch jetzt im Anschluss hinschicke. Was haben wir Schönes hier für Kandidaten am Start, denen wir vielleicht ein kleines bisschen Freude bereiten können, indem wir euch zu ihnen schicken und rüber raiden lassen? Wer ist denn heute alles da? Was hättest du denn gerne? Quer durch die Bank. Wir haben ja unsere typischen Kandidaten, die meistens immer dabei sind. Aber vielleicht haben wir auch jemanden, der ähnlich so gerade am Talken ist oder jemanden, dem wir halt eine kleine Freude machen können auf dem Wege. Das wäre ja dann ganz wunderbar. So wie das Vampirchen jetzt gerade mit 200 Bits wieder. Vielen lieben Dank an dieser Stelle dafür. Danke, danke, danke. Sehr schön. Ich hätte jetzt nur eine Nachtfalke da. Aber ja, okay. Ich habe Valorant, Nachtfalke, Faitiane, die macht Kunst, Coworking und irgend so ein Typ, der sich John Tienel nennt. Ist ja unglaublich. Okay, pass auf. Oder, bei der Faye waren wir schon längere Zeit nicht mehr gewesen. Faye macht heute Kunst. Ist sie am Zeichnen oder was macht sie gerade? Guck mal. Halloween-Karte. Gruselige Burg Teil 1. Streamt aber schon seit 3,5 Stunden. Okay, und wer ist King Sengo? Wer macht hier, Geek hat gerade King Sengo vorgeschlagen. Ist der am Talken vielleicht, wenn es thematisch passt? Muss ich zurück? Moment. Wieso? Da brauche ich nochmal den Link. Oder den Namen. Wie wird das geschrieben? King? King Sengo und ohne Leerzeichen. King Sengo, gucken wir. Coral Island. Ein Spiel ist das. Der talkt immer beim Spielen. Okay. Er hat jetzt bei sich im Titel 18 plus stehen. Ich hoffe, dass das mit dem Raid trotzdem geht. Hat 13 Leute am Start. Warum nicht? Machen wir das auch mal. Sieht ganz drollig aus, was das auch immer für ein Spiel sein soll, was er da hat. Keine Ahnung. Aber dann machen wir das so. Dann gehen wir doch zur Abwechslung mal nach King Sengo. Könnt ihr das vielleicht ein bisschen einrichten, dass wir darüber raiden? Liebe Finn, geht das? Kannst du das machen? Ja, mach ich. Sehr schön. Okay. Und dann kann ich nur sagen, vielen lieben Dank nochmal zu euch da draußen, dass ihr zugeschaut habt, dass ihr dabei gewesen seid. Ich kann nur sagen, habt eine ganz wunderbare Restwoche. Lasst es euch gut gehen, genießt das Wochenende und dann sehen wir uns ganz frisch wieder am Start am kommenden Dienstagabend zu einer neuen Runde Fly the Community. Und von daher, war toll, hat Spaß gemacht. Macht's gut, schlaft gut und bis zum nächsten Mal. Oh. Richtet ganz liebe Raid-Grüße, Talktime-Raid-Grüße an King Sengo aus. Und bis dann, gutes Nächtle, ciao, ciao. Good night, everybody. Thank you.